Horoskop für Juni 2024 für jedes Tierkreiszeichen. Viel Spaß beim Anschauen. Der Juni eröffnet eine Saison voller schöner Erlebnisse. Das Horoskop für diesen Monat empfiehlt Ihnen, mehr Zeit mit sich selbst zu verbringen, denn den ganzen Frühling über haben Sie hart gearbeitet und jetzt ist es Zeit, sich um Ihr eigenes Wohlbefinden zu kümmern. Vergessen Sie nicht, dass nur ein wirklich reifer Mensch die Grenze zwischen Arbeit und Privatleben zieht, und versuchen Sie deshalb, diese beiden Bereiche nicht zu vermischen. Widder Horoskop für Juni 2024. Der Sommer wird mit positiven Gefühlen beginnen, Sie werden die Früchte Ihrer Arbeit sehen und neue Ziele finden, die eine große Quelle der Inspiration sein werden. Gleichzeitig könnten die Beziehungen zu anderen komplizierter werden oder sich verschlechtern, einige von Ihnen werden anfangen, sie zu beneiden oder sich unangemessen zu verhalten. Versuchen Sie, offene Konflikte zu vermeiden, und verhalten Sie sich auch in Momenten extremer Anspannung so taktvoll wie möglich. Während dieser ganzen Zeit sollten Sie auf Ihren Ruf achten und Ihr Gesicht wahren. In diesem Monat empfiehlt es sich, auf Ihren Körper zu achten, auf den Zustand der Muskeln und Bänder zu achten und zu versuchen, die Belastung richtig zu verteilen. Scheuen Sie sich nicht, auf Ihre Gesundheit zu achten und Ihr Zeit zu widmen. Das ist kein Zeichen von Egoismus, sondern ein Zeichen von Umsicht. Indem Sie die Jugend verlängern, die Kräfte wiederherstellen und Krankheiten bekämpfen, machen Sie Ihr Leben heller, angenehmer und interessanter. Der wichtigste Ratschlag für diesen Monat: Jeder Mensch muss an die Zukunft denken und alles tun, damit das Leben mit der Zeit nur noch angenehmer und gemütlicher wird. Die Planung wird Ihnen dabei helfen. Denken Sie im Juni, wenn Ihre Finanzen ins Gleichgewicht kommen, an Ihre Altersvorsorge und beginnen Sie, den ungefähren Betrag zu berechnen, den Sie für Ihr Unternehmen benötigen. Machen Sie einen Schritt nach dem anderen, und allmählich werden Sie sich den gewünschten Zielen so weit nähern, dass sie ganz real und erreichbar werden. Horoskop für Frauen. Vertreter dieses Zeichens sind nicht schüchtern, Initiative zu zeigen, machen die ersten Schritte zu den Männern, die sie mögen. Dies unterscheidet Widder vor dem Hintergrund der schüchternen Damen, warten auf ihre wiederum oder eine angenehme Gelegenheit, um Gefühle zu zeigen. Eine solche Kühnheit kann das andere Geschlecht in ihren Bann ziehen. Aber seien Sie vorsichtig und setzen Sie den Auserwählten nicht unter Druck, sondern lassen Sie ihn seine eigene Entscheidung treffen und seine Gefühle erkennen. So geben Sie ihm die Zügel in die Hand und legen ein gutes Fundament für die Beziehung. Geben Sie die Sturheit auf, die für dieses Sternzeichen charakteristisch ist. Lernen Sie, bei Kleinigkeiten nachzugeben, zum Beispiel bei der Wahl des Urlaubsortes oder bei Haushaltsgeräten, die nicht bis zuletzt für sich alleine stehen sollen. Schließlich werden Sie nicht erleichtert sein, wenn Sie recht bekommen. Zeigen Sie stattdessen Sanftmut und Gelassenheit, geben Sie Ihrem Liebsten die Gelegenheit, sich zu beweisen und seine Wünsche zu erfüllen. Horoskop für Männer. Es gibt eine kleine Krise im Familienleben. Das bedeutet nicht, dass Sie ohne Ehepartner bleiben können, im Gegenteil, das Schicksal gibt Ihnen eine Chance, Ihre Loyalität zu beweisen. Nutzen Sie die schwierige Zeit, indem Sie Belastbarkeit, Achtsamkeit und Vergebungsfähigkeit beweisen. Ihre Frau wird sicherlich erkennen, dass sie keinen Mann mit ähnlichen Qualitäten finden wird, und deshalb wird sie ihrerseits auch versuchen, alles zu tun, um die Familie und die Ehe zu retten. Jeder Vertreter dieses Zeichens braucht Gelassenheit. Manchmal mischen sich nahestehende Menschen mit guten Absichten in ihr Leben ein, was die Grundlage für Konflikte bildet. Erinnern Sie sich daran, dass Freunde und Familie Ihnen alles Gute wünschen, und deshalb steckt in Ihren Worten keine Bosheit, sondern Sie können ruhig bleiben und Ihnen höflich, mit Liebe und Wärme antworten. So werden Sie die Beziehungen zu Ihnen unterstützen, nicht zerstören. Liebeshoroskop für Juni. Helle und scharfe Erfahrungen erwarten freie Widder, und diejenigen, die bereits verheiratet sind, müssen ihre besten Qualitäten zu zeigen, während die Aufrechterhaltung Ruhe und Würde. Abhängig von ihrem Status werden die Vertreter dieses Zeichens eine Vielzahl von Erfahrungen erleben, aber alle von ihnen sind angenehme Überraschungen, freundliche Worte und inspirierende Ereignisse zu erwarten, die Vertrauen und Seelenfrieden geben. Hören Sie auf, sich um Ihren Status zu sorgen, auch wenn Sie lange Zeit Single bleiben, ist das kein Zeichen für Versagen oder mangelnde Attraktivität. Achten Sie auf Ihre Worte, Handlungen und Entscheidungen, jeder Schritt, den Sie tun, sollte in Harmonie mit den Wünschen Ihres Partners sein. Vermeiden Sie in der Ehe Eifersucht in all ihren Erscheinungsformen, denn Zweifel und Verdächtigungen entfremden die Ehepartner voneinander. Finanzhoroskop für Juni.
Bis zu diesem Zeitpunkt haben sie das Richtige getan, und nun wird der Schutzpatron dieses Jahres alle Mühen belohnen. Daher sollten sie sich keine Sorgen machen, aus finanzieller Sicht wird alles ruhig sein, Schwierigkeiten sind nicht zu erwarten. Sie erhalten sogar eine Beförderung oder eine Gehaltserhöhung, was ihre Motivation steigert und es ihnen ermöglicht, sich auf das zu konzentrieren, was wirklich interessant und gewinnbringend ist. Arbeiten Sie sowohl mit erfahrenen Kollegen als auch mit Neueinsteigern zusammen, die alle wertvolle Erfahrungen mit Ihnen teilen können. Geben Sie nicht auf, wenn Sie versuchen, Unternehmen zu gründen oder Investitionen zu tätigen, auch wenn Sie jetzt noch nicht rentabel sind, das wird sich in Zukunft ändern. Planen Sie Ihre Ausgaben im Voraus, lassen Sie nicht zu, dass unnötige Ausgaben Ihr Budget ruinieren. Der Widder zeichnet sich durch einen offenen und flexiblen Geist aus, der es ihm ermöglicht, vielversprechende Ideen und die besten Entwicklungsmöglichkeiten schnell zu erkennen. Deshalb ziehen es die Vertreter dieses Zeichens vor, ständig zu lernen und so die Erfolgschancen zu erhöhen. Nutzen Sie diese Fähigkeit ständig, lehnen Sie neues Wissen und neue Perspektiven nicht ab, auch wenn es scheint, dass Sie heute den größten Erfolg in Ihrem Beruf erreicht haben, gibt es keine Grenzen der Perfektion, und die Möglichkeiten für Wachstum bleiben immer relevant. Denken Sie angesichts einiger Misserfolge nicht, dass diese Sie zu endlosen Niederlagen verdammen. In der Tat werden Hoffnungen in dem Moment zerstört, in dem wir die Hände auf den Boden legen, also versuchen Sie, ohne emotionale Zusammenbrüche und Niederlagen durchzuhalten. Selbst angemessene Verluste können gerechtfertigt sein, wenn das Geld in potenziell rentable Geschäfte investiert wurde. Nicht jedes Geschäft beginnt sich sofort auszuzahlen, manche Geschäfte brauchen Zeit und Geduld, um Erträge zu erwirtschaften. Gesundheitshoroskop für Juni. In allen Angelegenheiten zu berücksichtigen, die Wetterbedingungen, ist es besser, nicht in den Regen zu gehen, auch wenn es scheint warm und ganz sicher. Außerdem ist es besser, sich vor Hitze- und Temperaturschwankungen zu hüten, die auftreten, wenn man einen Raum mit einer funktionierenden Klimaanlage betritt. Achten Sie auf Ihren Körper, denn im Juni besteht die Gefahr, sich zu erkälten oder einem Virus zum Opfer zu fallen. Vermeiden Sie Menschenansammlungen, da Ihr Gemütszustand im Frühsommer unbeständig sein kann. Achten Sie darauf, was mit Ihrem Nervensystem geschieht. Schlafstörungen, Appetitlosigkeit und andere beunruhigende Symptome sollten Sie sofort alarmieren. Lernen Sie, die Bedürfnisse Ihres Körpers nicht zu ignorieren, versuchen Sie, sie ernst zu nehmen, vermeiden Sie anhaltende Hungerstreiks, achten Sie auf Ihren Schlaf. Manche Widder kommen nicht gut mit emotionalem Stress zurecht, der durch die Teilnahme an Wettbewerben, öffentlichen Reden oder anderen Veranstaltungen entsteht. Um Panikattacken zu vermeiden, sollten Sie versuchen, mehr Zeit allein oder mit Freunden zu verbringen. Der Sommer hat gerade erst begonnen, und Sie haben noch Zeit, Ihr Können unter Beweis zu stellen, ein Konzert zu besuchen. Beginnen Sie die Saison mit Gelassenheit und steigern Sie allmählich Ihre sozialen Aktivitäten. Vertreter dieses Zeichens müssen mehr Vertrauen in sich selbst und ihre Stärke haben. Zweifeln Sie nicht daran, dass Sie Erfolg haben können, auch wenn Sie mit großen Schwierigkeiten auf dem Weg konfrontiert sind. Stier ist für seinen Mut bekannt, und deshalb ziehen Sie sich nicht zurück, auch wenn Sie mit ständigen Niederlagen und Entbehrungen zu kämpfen haben. Was also das Horoskop für Juni dem Stier verspricht? Fahren Sie langsam aber sicher fort, sich vorwärts zu bewegen, und dann werden Sie die Fülle Ihrer eigenen Erfolge spüren können, wenn Sie sich einstellen. Dieser Moment wird definitiv in naher Zukunft kommen. In diesem Monat ist es notwendig, einen Arzt aufzusuchen, sich untersuchen zu lassen, zu versuchen zu verstehen, was genau mit Ihrem Körper los ist. Wenn Sie an einer chronischen Krankheit leiden, ist es jetzt an der Zeit, über die Genesung und die Vermeidung von Komplikationen nachzudenken. Verantwortungsvoller Umgang mit der eigenen Gesundheit ist der Schlüssel zu Langlebigkeit, guter Gesundheit und hoher Produktivität. Versuchen Sie, keine Mahlzeiten auszulassen, und trinken Sie bei heißem Wetter mehr Wasser. Ratschläge für den Monat. Dieser Monat eignet sich für den Aufbau neuer Beziehungen, den Beginn von Projekten und das Lösen von Problemen, die bisher fraglich waren. Wenn Sie zum Beispiel ein Unternehmen gründen wollten, sich aber davor gefürchtet haben, ist es jetzt an der Zeit, es zu versuchen. Astrologen empfehlen Ihnen auch, mehr auf Ihre Wünsche und Bedürfnisse zu achten, sich auszuruhen, zu heilen, sich zu erholen und sich mit kleinen Aufmerksamkeiten wie Schmuck, leckerem Essen oder Treffen mit Freunden zu erfreuen. Horoskop für Frauen Stier. Geradlinigkeit mögen nicht alle Männer. Wenn Sie also nicht vorhaben, eine ernsthafte Beziehung einzugehen, sondern ein paar angenehme Abende in der Gesellschaft eines jungen Mannes verbringen wollen,
können sie diese Charaktereigenschaft verbergen und mehr Sanftmut und Zartheit zeigen. Wenn sie jedoch eine starke Familie erwarten, sollten sie sich jemandem nähern, der bereit ist, alle Charaktereigenschaften des Partners zu akzeptieren, einschließlich der Angewohnheit, seine Gedanken und Ansprüche direkt zu äußern, denn dies ist für eine gesunde Beziehung äußerst wichtig. Nutzen Sie alle Möglichkeiten, das andere Geschlecht kennenzulernen, aber seien Sie besonders vorsichtig bei speziellen Anwendungen oder Websites. Die Online-Kommunikation kann faszinierend sein, birgt aber auch viele Gefahren. Bevor Sie sich mit einem Brieffreund oder einer Brieffreundin treffen, versuchen Sie, sich vorzubereiten und für Ihre Sicherheit zu sorgen, informieren Sie einen zuverlässigen Freund über Zeit und Ort des Treffens und vereinbaren Sie, in Kontakt zu bleiben. Horoskop für Stiermänner. Übermäßige Kontrolle mag manchen Frauen gefallen und bei anderen Ängste auslösen. Wenn Sie die Einzige gefunden haben, die Ihre Angewohnheit, Ihre Mails und Nachrichten zu überprüfen, mag, dann versuchen Sie, eine gute Beziehung zu ihr zu pflegen. Vergessen Sie nicht die Vorteile von Ehrlichkeit und Gleichberechtigung, denn eigentlich muss sich jeder für den Partner wichtig und notwendig fühlen. Sie sollten die Interessen der Frau, die Sie lieben, nicht verletzen oder sie in den Hintergrund drängen. Taurus ist nicht einfach in seinem persönlichen Leben, Ihre Geradlinigkeit wird oft fehlinterpretiert. Und die Menschen betrachten sie zu unhöflich. In der Tat, Taurus, die treuesten und zuverlässigen Ehegatten, die immer auf der Seite des geliebten Menschen bleiben. Allerdings, um den Frieden und gute Beziehungen zu erhalten, versuchen, mehr Geduld und Sanftmut zu zeigen, nicht über freundliche Kommunikation gehen. Liebe Horoskop für Juni. Als erwachsene und verantwortungsvolle Person Taurus sollte die Tatsache akzeptieren, dass das persönliche Leben, ist es nicht immer ein Urlaub, Süßigkeiten und Blumensträuße. Oft ist eine kurze Zeit der Balz wird von einer Reihe von Jahren, die sie mit einem Partner leiden an Problemen vertraut zu allen, Krankheit, Unverständnis, emotionale Zusammenbrüche verbringen gefolgt. Wenn sie bereit sind, einen solchen Menschen jederzeit zu akzeptieren, dann stimmen sie ohne zu zögern einer Beziehung mit ihm zu. Wenn Sie jedoch nur positive Gefühle von der Liebe erwarten, sollten Sie von ernsthaften Bindungen Abstand nehmen und die Freiheit genießen, die auch viele Vorteile hat. Seien Sie nachsichtig mit Ihrem geliebten Menschen und zeigen Sie Verständnis für seine Schwächen. Erfrischen und erneuern Sie Ihre Beziehung, sie kann immer fröhlich sein, auch wenn Sie schon seit vielen Jahren zusammen sind. Behalten Sie den Zustand Ihres Ehepartners im Auge, denn sein Wohlbefinden ist jetzt eng mit Ihrem Leben verbunden. Finanzhoroskop für Juni 2024. Die wichtigste Voraussetzung für Erfolg, hören Sie auf, sich mit anderen zu vergleichen. Vielleicht scheinen die Menschen um Sie herum erfolgreicher, talentierter oder mit mehr Beziehungen und Geld ausgestattet zu sein, aber das bedeutet nicht, dass nur diese Menschen eine ernsthafte Karriere machen können. Indem Sie sich bemühen, weitere berufliche Fähigkeiten zu erlernen und sich ständig neue Ziele setzen, können Sie Ihren eigenen Weg einschlagen, der mit Sicherheit zu brillanten Ergebnissen führt. Überlegen Sie sich gut, welche kreativen Möglichkeiten Sie haben, denn die modernen technischen Möglichkeiten bieten große Wachstumschancen. Probieren Sie sich in verschiedenen Tätigkeitsbereichen aus, ohne sich ausschließlich auf Ihren Beruf zu konzentrieren. Sorgen Sie für angenehme Arbeitsbedingungen, denn das ist entscheidend für Produktivität und Disziplin. Stiere denken gerne, dass sie keine Talente haben, obwohl heutzutage nicht nur begabte Künstler und Musiker ihren Platz im Leben finden können. Das Internet bietet vielversprechende Möglichkeiten für diejenigen, die experimentierfreudig und kreativ sind und ihre Fähigkeiten ständig aktualisieren. Fordern Sie sich selbst heraus, entdecken Sie neue Seiten an Ihren Fähigkeiten, entwickeln Sie Talente, die Ihnen früher oder später helfen werden, neue Einkommensquellen zu erschließen. Auch Vertreter dieses Zeichens fühlen sich an ihrem derzeitigen Arbeitsplatz oft unwohl, denken aber nicht daran, den Job zu wechseln. Ein solcher Schritt scheint zu kühn zu sein, aber die Sterne ermutigen sie, eine Veränderung anzustreben. Finden Sie heraus, wie lange Sie studieren müssen, um den Beruf zu wechseln, und wie viel Geld für eine Ausbildung erforderlich ist. Es ist wahrscheinlich, dass diese Entscheidung Ihr Leben und Ihre Karriere verändern wird. Gesundheitshoroskop für Juni. Unwilligkeit, eine Klinik aufzusuchen, kann zu großen Problemen führen, deshalb ist es diesen Monat besser, Ihre Ängste zu überwinden und einen Arzt aufzusuchen. Er wird Ihnen helfen, die Ursache Ihrer Schmerzen, Krämpfe oder Müdigkeit herauszufinden und wird Ihnen auch viele nützliche Empfehlungen geben, um Ihr Leben zu verlängern und zu verbessern.
Seien Sie nicht übermütig und versuchen Sie nicht, sich selbst zu heilen, denn das führt manchmal zu Komplikationen. Befolgen Sie die wichtigsten Regeln für ein gesundes Leben, bewegen Sie sich mehr, essen Sie weniger Süßes und Fettes, achten Sie auf die Qualität des Schlafes. Im Sommer ist es einfach notwendig, mehr Wasser zu trinken, denn es sättigt die Körperzellen und erneuert sie. Im Internet findet man viele Ratschläge, die oft nur qualifizierte Fachleute abschrecken können. Wenn Sie solche zweifelhaften Empfehlungen befolgen, können Sie sich schlechter fühlen oder sogar Komplikationen verursachen. Nehmen Sie keine Medikamente auf eigene Faust ein und versuchen Sie auch, rechtzeitig Hilfe zu suchen, damit Sie die Entwicklung von Krankheiten verhindern und schneller heilen können. Allgemeine Empfehlung: Wasser, die Grundlage des menschlichen Lebens, also trinken Sie mehr. Im Sommer verdunstet die Feuchtigkeit schnell und wird auch zur Kühlung des Körpers und zur Aufrechterhaltung der Aktivität benötigt. Daher sollte sauberes Wasser immer verfügbar sein, tragen Sie es in einer Flasche bei sich, wenn Sie spazieren gehen oder Sport treiben. Zwillinge-Horoskop für Juni. Gesellige und freundliche Zwillinge finden schnell Freunde und werden zu echten Berühmtheiten in ihrer Gesellschaft. Also, was verspricht Horoskop für Juni Zwillinge? Vertreter dieses Zeichens auch oft in unangenehme Situationen wegen ihrer Gewohnheit, direkt zu sprechen und, ohne Frage, ihre Gedanken auszudrücken, ist ihre Offenheit nicht zu jedermanns Geschmack zu bekommen. Astrologen raten, diesen Moment zu verarbeiten und sich von dem Wunsch zu befreien, persönliche Gedanken mit fremden Menschen zu teilen. Vertreter dieses Sternzeichens versuchen sehr oft, sich für eine Sache zu entscheiden, die Liebe oder die Arbeit. Im Juni müssen Sie erkennen, dass diese beiden Lebensbereiche perfekt miteinander auskommen und sich kombinieren lassen, also versuchen Sie nicht, sich nur auf eine Richtung zu konzentrieren. Schenken Sie stattdessen allen Aspekten des Lebens gleichermaßen Ihre Aufmerksamkeit, dann werden Sie Erfolg haben und nichts bereuen. Ratschläge für diesen Monat. Im Sommer müssen Sie auf den Zustand Ihres Nervensystems achten, denn diese Jahreszeit ist für Ruhe, Erholung und Entspannung bestimmt. Wählen Sie die richtigen Entspannungsverfahren, stellen Sie ein Urlaubsprogramm auf, das Ihren Bedürfnissen Rechnung trägt. Wenn Sie sich entspannen wollen, sollten Sie nicht in laute Urlaubsorte fahren, sondern lieber ruhige und abgelegene Ecken wählen, die für die Wiederherstellung der geistigen Stärke und des Gleichgewichts geeignet sind. Horoskop für Zwillinge Frauen. Mädchen, die in diesem Zeichen geboren sind, unterschätzen sich sehr oft selbst, sie kommunizieren gerne mit Männern, können sich aber kaum vorstellen, dass jemand in sie verliebt ist. Dies schafft Hindernisse auf dem Weg zu einer dauerhaften Beziehung, so Astrologen empfehlen, durch diesen Punkt zu arbeiten. Beseitigen Sie unnötige Zweifel, versuchen Sie, mit einem niedrigen Selbstwertgefühl fertig zu werden, glauben Sie, dass der Partner seine Gefühle wirklich aufrichtig meint und Ihnen alles Gute wünscht. Generell ist es in diesem Monat besser, sich dem persönlichen Leben zu widmen, es wird wirklich reich und angenehm sein. Im Juni werden Sie einige interessante Bekanntschaften machen können, von denen eine sehr vielversprechend ist und sich zu einer vollwertigen Beziehung entwickeln wird. Überstürzen Sie die Ereignisse nicht, sondern lassen Sie sie sich allmählich und leicht entwickeln, ohne Spannung. Verhalten Sie sich entspannt, versuchen Sie nicht, Ihren Partner unter Druck zu setzen, mit der Zeit wird er sich seiner Gefühle bewusst werden und gerne den ersten Schritt machen. Zwillinge-Horoskop für Männer. In diesem Monat könnten Sie versucht sein, eine Eifersuchtsszene zu machen oder andere Anschuldigungen gegen Ihren Ehepartner zu erheben. Kämpfen Sie gegen dieses Verlangen an, denn es kann Ihre Beziehung zerstören, die über viele Jahre hinweg aufgebaut worden ist. Verhalten Sie sich vorsichtig und lassen Sie sich nicht von Ihren Emotionen vernebeln, sondern überlegen Sie sich immer, was Sie sagen und tun. Zurückhaltung wird es Ihnen ermöglichen, Ihre Ehe zu stärken und die vielen Fallstricke zu vermeiden, die sich ergeben, wenn Sie lange Zeit mit Ihrem Partner zusammenleben. Alle lebendigen Erfahrungen in Ihrem Leben können Sie mit Ihrem Ehepartner oder Partner teilen. Wenn Sie auf Reisen sind, etwas Neues in Ihrem kreativen Leben erleben, einen Durchbruch in Ihrer Karriere erzielen, teilen Sie diese Momente mit jemandem, den Sie lieben. Wenn Sie solche Episoden alleine erleben, entfremden Sie sich von dem Auserwählten, also versuchen Sie, ihn in die Details Ihres Lebens einzuweihen, seien Sie offen für Kommunikation und gemeinsame Aktivitäten. Liebeshoroskop für Juni. In Ihrem Privatleben sind die Zwillinge daran gewöhnt, die Initiative zu ergreifen, aber im Juni versuchen Sie, ein wenig langsamer zu machen und über Ihre Wünsche nachzudenken. Wollen Sie wirklich eine Beziehung zu beginnen, gerade jetzt?
Haben Sie keine Angst vor den Schwierigkeiten, die sicherlich auftreten werden, wenn der angenehme Prozess des Werbens hinter sich gelassen wird und die Zeit des gemeinsamen Lebens? Beantworten Sie diese Fragen ehrlich, versuchen Sie, Ihre Fähigkeiten und Wünsche nüchtern einzuschätzen, das ist für Beziehungen mit dem anderen Geschlecht äußerst wichtig. Vermeiden Sie übermäßiges Durchsetzungsvermögen, versuchen Sie, sich sanft und natürlich zu verhalten. Lernen Sie, Fehler zu verzeihen, konzentrieren Sie sich nicht auf die Fehler Ihres Partners. Seien Sie ehrlich zu Ihrem Ehepartner, wenn Sie wirklich schuldig sind, geben Sie es zu und versuchen Sie, die Beziehung wiederherzustellen. Finanzhoroskop für Juni. Besonnenheit im Umgang mit Geld ist der Schlüssel zu Erfolg und Wohlstand. Zunächst müssen Sie sparen und die Ausgaben kontrollieren, aber allmählich wird sich ein großer Betrag ansammeln, der in ein Geschäft oder ein kreatives Projekt investiert werden kann. Solche Schritte führen immer zum Erfolg und machen die Arbeit produktiver, interessanter und angenehmer. Hören Sie nicht auf, an die Zukunft zu denken, kümmern Sie sich um sich selbst, dann können Sie die Kräfte richtig verteilen. Achten Sie darauf, wofür Sie Ihr Geld ausgeben, geben Sie es nicht unnötig für Kleidung oder Schmuck aus. Erledigen Sie Besorgungen immer ohne Unpünktlichkeit, aber nehmen Sie möglichst nur vielversprechende und interessante Arbeiten an. Lernen Sie, für Ihre Interessen einzutreten, auch wenn Sie sich dafür mit Ihren Vorgesetzten oder Kollegen auseinandersetzen müssen. Wenn Sie auf eigene Faust Geld ausgeben, ohne Ihre Eltern oder Ihren Ehepartner zu konsultieren, sollten Sie sich vergewissern, dass diese feststehen, führen Sie ein Notizbuch, ein Dokument oder ein Programm, in dem Sie jeden Kauf vermerken. So können Sie nach und nach Ihre Finanzen in Ordnung bringen und lernen, sie richtig zu verteilen, damit der Geldfluss so effizient wie möglich gesteuert wird. Kontrolle ist der Schlüssel zu Erfolg und Stabilität. Versuchen Sie auch, an Ihren Prioritäten in Ihrer Karriere zu arbeiten. Natürlich sind die Zwillinge für ihren Fleiß berühmt, aber viele Führungskräfte nutzen ihre Ehrlichkeit schamlos aus und übertragen solchen Mitarbeitern die schwierigsten und aussichtslosesten Fälle. Versuchen Sie, sich von einer solchen Last zu befreien, und wenn Sie merken, dass eine solche Einstellung nicht zu überwinden ist, denken Sie über einen Wechsel des Arbeitsplatzes nach. Innovation trägt immer zum Fortschritt bei. Tipp des Monats: Die Fähigkeit, richtig zu verhandeln, ruhig zu bleiben und gut mit anderen zu kommunizieren, ist ein echtes Talent, das sowohl für einen einfachen Büroangestellten als auch für einen Unternehmer erforderlich ist. Entwickeln Sie daher Ihre Kommunikationsfähigkeiten weiter, verhalten Sie sich ruhig und ehrenhaft, vermeiden Sie Bitterkeit und Täuschung in Worten, so können Sie sich am besten durchsetzen und nützliche und starke Bindungen zu Kollegen, Geschäftspartnern und sogar Vorgesetzten aufbauen. Gesundheitshoroskop für Juni. Zwillinge stellen sehr oft das Wohlergehen ihrer Verwandten an die erste Stelle und vergessen dabei ihren eigenen Zustand. Astrologen raten, solches Denken zu vermeiden, da es zur Entwicklung von Krankheiten und Störungen führt. Versuchen Sie im Juni, sich selbst mehr Zeit zu geben, konzentrieren Sie sich auf nützliche und für Sie selbst interessante Aktivitäten. Im Sommer müssen Sie die Spannungen loswerden, die sich in den letzten Monaten ständig angesammelt haben. Kümmern Sie sich um Ihre emotionalen Bedürfnisse, treffen Sie sich mit Freunden, entspannen Sie sich und gehen Sie aus. Überprüfen Sie Ihren Hämoglobinwert, sorgen Sie für die Reinigung Ihres Körpers, denn ein pathogenes Umfeld kann die Lebensprozesse verlangsamen. Seien Sie vorsichtig im Straßenverkehr und an überfüllten Orten, vor allem bei Urlauben im Ausland oder am Meer. Heben Sie einige Dinge hervor, die Ihnen Freude bereiten. Das können Wanderungen sein, Treffen mit Freunden, Spaziergänge in der Stadt, Reisen mit angenehmer Musik, Sport. Wiederholen Sie regelmäßig Handlungen, die Ihnen angenehme Gefühle vermitteln. Das wird Ihr seelisches Gleichgewicht wiederherstellen und Ihnen ermöglichen, Stress abzubauen. Versuchen Sie, behutsam vorzugehen, vermeiden Sie Überlastung und lange Arbeitsperioden ohne Pause. Allgemeine Empfehlung: In diesem Monat werden Sie viel Zeit in großen Unternehmen verbringen, seien Sie also vorsichtig. Seien Sie vorsichtig bei der Benutzung von Verkehrsmitteln, ob privat oder öffentlich. Nehmen Sie Rücksicht auf Ihre Mitmenschen, wenn Sie sich in der Öffentlichkeit bewegen, z.B. wenn Sie ins Kino oder in einen Club gehen. Lassen Sie nicht zu, dass andere Menschen Ihre Privatsphäre verletzen. Krebs, Horoskop für Juni. Tief im Inneren strebt jeder Krebs nach großen Errungenschaften, Erfolg und dem richtigen Weg des Lebens, aber nicht jeder hat den Mut, innere Ängste zu überwinden und ihren Weg zu ändern. Also, was sagt das Horoskop für Juni Krebs voraus? Juni, eine großartige Zeit für einen Neuanfang, denn es ist in diesem Monat, Raki fühlen sich einen Schub von Kraft, werden unabhängiger,
beginnen, sich selbst und ihre Wünsche besser zu verstehen. Vergeuden Sie keine Zeit, versuchen Sie, mit dem Nutzen eines jeden Tages zu leben. In diesem Sommer, Krebs wird besonders erfolgreich in Selbstlernen, die Suche nach Informationen und den Erwerb neuer Fähigkeiten und Kenntnisse. Dazu müssen Sie Ihre Kräfte erhalten und Ihren Körper ernähren, Vitamine einnehmen und auf den Hämoglobinspiegel achten. Geistige Arbeit erfordert viele Ressourcen, also nehmen Sie ausreichend Kohlenhydrate zu sich und meditieren Sie regelmäßig, um unnötige Gedanken loszuwerden. Ratschläge für den Monat. Von Zeit zu Zeit verstecken sich Krebsmenschen vor der Außenwelt, viele von ihnen zeichnen sich nicht durch Geselligkeit aus und ziehen es vor, Zeit allein mit sich selbst zu verbringen. Solche Momente sind einfach notwendig. Wenn Sie also das Gefühl haben, dass Sie der Gesellschaft überdrüssig sind, versuchen Sie, bei freundschaftlichen Treffen und Veranstaltungen eine kleine Pause einzulegen. Auch wenn es so aussieht, als ob alle um Sie herum Spaß haben und Sie sich ihnen anschließen müssen, denken Sie an Ihren Zustand und handeln Sie in Ihrem eigenen Interesse. Krebshoroskop für Frauen. Vertreterinnen dieses Zeichens sind extrem schüchtern, sie machen selten den ersten Schritt in einer Beziehung und ziehen es eher vor, Zeit am Rande zu verbringen. Gleichzeitig sind sie sehr gesprächig und haben einen großartigen Sinn für Humor. Diese Frauen können buchstäblich jeden Mann bezaubern, aber dazu müssen sie sich öffnen und lernen, ihre Vorzüge und wunderbaren Seiten zu zeigen. Diesem Thema sollte der Juni gewidmet sein: aktive Kommunikation, Freiheit und Befreiung. Achten Sie auf die Trends im Leben. Wenn es in letzter Zeit zu einem ernsthaften Rückgang gekommen ist, ist das ein Grund, über die Zukunft nachzudenken. In persönlichen Beziehungen kann es zu einer Krise kommen, und im Beruf gehen die Perspektiven allmählich verloren oder werden geschlossen. Was auf den ersten Blick wie ein Scheitern aussieht, kann in Wirklichkeit einen neuen Lebensabschnitt einleiten. Seien Sie also mutiger und lassen Sie sich nicht von der Angst einschränken. Dieser Monat wird neue Wege für Rakami eröffnen, die zu Siegen führen werden. Krebshoroskop für Männer. Ein ernsthafter Umgang mit Beziehungen, der in vielerlei Hinsicht die Ansichten und Handlungen des Krebses bestimmt, kann zu einer schweren Last werden. Um nicht im Abseits zu stehen, sind solche Männer sehr aufmerksam, wie andere sie behandeln, und manchmal wächst es zu einer echten Besessenheit. Wenn Sie sich von der Gewohnheit befreien, in allem den Subtext zu sehen oder nach Täuschungen zu suchen, werden Sie sich viel wohler fühlen und besser mit anderen kommunizieren können. Betrachten Sie Beziehungen und Liebe als echte Vorteile, die einen Menschen ruhiger, gelassener und glücklicher machen. Sie sollten die Ehe nicht als Problem betrachten, denn Ihre Wahrnehmung bestimmt, wie erfolgreich sie tatsächlich sein wird. Wenn Sie anfangs eine negative Einstellung haben, kann das zu Konflikten, Verdächtigungen und Anschuldigungen führen, die nach und nach die Beziehung zu Ihrem Ehepartner und anderen Familienmitgliedern zerstören. Liebeshoroskop für Juni. Idealismus beeinträchtigt oft das persönliche Leben. Unter dem Einfluss falscher Vorstellungen über die Welt beginnen einige Krebse, nicht die realistischsten Erwartungen zu hegen, weshalb sie oft Enttäuschungen erleben. Infolgedessen leiden ihre Beziehungen zu ihren Lieben, es kommt zu Kränkungen und Missverständnissen. Versuchen Sie, sich von überzogenen Ansprüchen an Ihren Partner zu befreien. Es gibt keine perfekten Menschen, also erlauben Sie Ihrem geliebten Menschen, Fehler zu machen und gelegentlich Schwächen zu zeigen. Kümmern Sie sich um sich selbst, ändern Sie Ihr Aussehen, Ihre Art zu sprechen, arbeiten Sie an Ihren Ansichten und Zielen. Bemühen Sie sich in Beziehungen, mehr zu geben, nehmen Sie dankbar an, was Ihr Partner Ihnen zu geben versucht. Ehepartnern wird geraten, an das Wohlergehen der Kinder zu denken, mit ihnen zu sprechen, herauszufinden, was sie sich wünschen, wovon sie träumen oder was ihnen Sorgen bereitet. Finanzhoroskop für Juni. Veränderung wird für alle Vertreter dieses Zeichens von Vorteil sein. Raki ist durchaus bereit, einen entscheidenden Schritt in der Karriere zu machen oder einen neuen Anfang im Geschäft zu machen. Verzweifeln Sie nicht nach ein paar Misserfolgen, denken Sie daran, dass wirklich reiche Menschen anders denken und aufhören zu versuchen, erfolgreich zu sein, erst nachdem die Idee erschöpft ist. Sie finden sofort eine neue Inspirationsquelle und streben beharrlich nach neuen Zielen, ohne angesichts der vielen Schwierigkeiten aufzugeben. Denken Sie nicht ständig an Ihre Misserfolge, Sie können nützliche Informationen liefern, aber machen Sie sie nicht zu einer Grundlage für Unsicherheit und Ängste. Wenn Sie mit anderen kommunizieren, lassen Sie nicht zu, dass Sie Ihre Arbeit oder Ihr Vertrauen ausnutzen, seien Sie auf der Hut und halten Sie immer Abstand. Vermeiden Sie jede Form von Krediten, aber seien Sie besonders vorsichtig bei der Aufnahme von Krediten bei Banken.
Krebse können Misserfolge nur schwer ertragen, so dass sich jedes solche Ereignis für lange Zeit in ihr Gedächtnis einbrennt. Dies führt oft zu Ängsten, die ihre Entwicklung hemmen und sie nicht vorwärts kommen lassen. Stagnation führt zu sinkenden Finanzen, Verlust von Interessen und allgemeinem Burnout. Stattdessen ist es am klügsten, unangenehme Erfahrungen hinter sich zu lassen, aus ihnen zu lernen, aber Zweifel und Ängste abzulehnen, die Ideen zerstören und die Initiative unterdrücken. Jeder Vertreter dieses Zeichens zeichnet sich durch die besten menschlichen Eigenschaften aus. Der Krebs ist sehr fleißig, verantwortungsbewusst und ehrlich. Sie bewältigen ihre Aufgaben perfekt, und deshalb werden sie von vielen Kollegen um Hilfe gebeten. Allmählich können sich solche Episoden in der Zusammenarbeit mit Kollegen zu unangenehmen Verbindungen entwickeln, bei denen andere Menschen beginnen, die Fähigkeiten der Krebse in ihrem eigenen Interesse zu nutzen. Machen Sie solchen lästigen Beziehungen ein Ende und arbeiten Sie nur für sich selbst. Gesundheitshoroskop für Juni. Vertreter dieses Zeichens sollten sich vor Überlastung und Erschöpfung hüten, sowohl physisch als auch psychisch. Der Juni ist der beste Monat für Erholung, also versuchen Sie, sich mehr auszuruhen, Yoga und Sport zu treiben, Ihren Körper zu entwickeln und einen gesunden Geist zu pflegen. Sie können vielleicht nicht die Anzahl der stressigen Situationen in Ihrem Leben verringern, aber Sie können Ihre Einstellung zu den Bedingungen, unter denen Sie leben, ändern. Machen Sie Ihren Körper widerstandsfähiger, essen Sie nährstoffreiche, aber leichte Mahlzeiten und treiben Sie Sport. Gehen Sie nur am frühen Morgen oder am Abend joggen, wenn die Temperatur für Ihren Körper angenehmer und sicherer ist. Meditieren Sie, befreien Sie Ihren Geist von zerstörerischen und unnötigen Gedanken. Der Körper sollte entsprechend den aktuellen Bedürfnissen gepflegt werden. Der menschliche Körper passt sich schnell an neue Bedingungen an. Wenn Sie also Sport treiben oder Ihre Ernährung umstellen, werden Sie sich nur in den ersten Wochen unwohl fühlen, später werden Sie sich leicht, energiegeladen und inspiriert fühlen, um zu arbeiten und zu schaffen. Allgemeine Empfehlung: Jedes Mitglied dieses Zeichens sollte über Meditation nachdenken. Es ist eine einfache und belebende spirituelle Praxis, die sowohl dem Geist als auch dem Körper gut tut. Anfangs fühlen Sie sich beim Meditieren vielleicht nicht ganz wohl, aber mit der Zeit wird dieser Prozess immer wohltuender und angenehmer, so dass Sie ihn zu einem Teil Ihres täglichen Lebens machen. Löwe-Horoskop für Juni. Mit dem Beginn des Sommers im Leben des Löwen kommt eine Zeit der intensiven Kampf, in dem er sicherlich braucht, um zu gewinnen. Also, was verspricht Horoskop für Juni an den Löwen? Versuchen Sie, keine Aggressionen zu zeigen und Gefühle zu unterdrücken, denn sie können blind machen und der Objektivität berauben, was eine Person verletzlich und manchmal nicht bereit für einen echten gesunden Wettbewerb macht. Objektivität, Höflichkeit und Ehrlichkeit sind die besten Helfer, die Vertrauen geben und andere Menschen auf ihre Seite ziehen. Wahrhaft erfolgreiche Menschen halten sich nicht lange mit ihren Niederlagen auf. Wahrscheinlich fällt es ihnen schwer, die negativen Emotionen zu ertragen, die sich über ihr Herz legen, wenn etwas Unangenehmes passiert, aber sie können aus jedem Ereignis im Leben eine Lehre ziehen. Schätzen Sie die Erfahrung und achten Sie darauf, dass Sie sie bei zukünftigen Entscheidungen berücksichtigen und nutzen. Seien Sie ein verantwortungsbewusster und ernsthafter Mensch, lassen Sie sich von kleinen Schwierigkeiten oder Hindernissen auf dem Weg nicht entmutigen. Ratschläge für diesen Monat. Astrologen raten Vertretern dieses Zeichens, umsichtig zu handeln und sich um das Herz-Kreislauf-System zu kümmern. In diesem werden sie einen gesunden Lebensstil zu helfen, sowie die Gewohnheit des Gehens, Sport zu treiben. Indem man einen guten Muskeltonus beibehält, den Körper ständig belastet und rhythmische Bewegungen macht, trainiert man das Herz und macht es ausdauernder und widerstandsfähiger gegen Überlastungen und Prüfungen. Horoskop für Löwe-Frauen. Frauen, die unter diesem Zeichen geboren sind, ergreifen leicht die Initiative und machen den ersten Schritt zu denen, die sie mögen. Diese Damen wissen, was sie vom Leben und der Liebe wollen. Daher sind sie recht erfolgreich und können mit Siegen und Erfolgen in ihrem gewählten Bereich prahlen. Versuchen Sie, diesen Monat für Beobachtungen zu nutzen. Sie sollten nicht die ersten Schritte machen. Es ist besser, genau auf diejenigen zu schauen, die sie umgeben. Initiative ist nur dann gerechtfertigt, wenn der Mann, der Ihnen gefällt, alle Charaktereigenschaften aufweist, die Sie bei einem Mann für wichtig und gut halten. In diesem Monat denken einige Löwen ernsthaft über globale Veränderungen in ihrem Leben nach. Viele planen zum Beispiel, ihre derzeitigen Beziehungen zu beenden und zu einem freien Leben zurückzukehren. Dieser Schritt kann wirklich notwendig sein, wenn Sie das Gefühl haben, dass die Beziehung sich erschöpft hat und nur noch Schmerz und Enttäuschung bringt. Versuchen Sie,
die verpassten Gelegenheiten nicht zu bedauern, denn es gibt noch so viele interessante Ereignisse, die auf Sie warten, sowohl in Ihrem Privatleben als auch in der Arbeit oder im Beruf. Horoskop für Löwemänner. Engagieren Sie sich in der Selbstentwicklung und die Verbesserung Ihrer Daten. Einige Männer haben begonnen, Form zu verlieren, und die Sterne raten, ein attraktives Aussehen mit Hilfe von Training, Wechselgarderobe und Bild im Allgemeinen wiederherzustellen. Es ist auch äußerst wichtig, an den Kommunikationsfähigkeiten zu arbeiten, versuchen Sie, einige Mängel zu korrigieren, zum Beispiel, um die Manieren zu verbessern, lernen, mutiger mit Frauen zu kommunizieren, erweitern Sie den Kreis der Interessen, um Gespräche über jedes Thema zu unterstützen. Denken Sie nicht, dass ein einziger Misserfolg Sie zu einem völlig erfolglosen Menschen macht, er bringt Ihnen eine interessante Lebenserfahrung und lehrt Sie viel, ist aber kein Indikator für Erfolg. Machen Sie weiter, streben Sie nach neuen Gefühlen und haben Sie keine Angst, Ihr Herz zu öffnen, denn die interessantesten Ereignisse passieren denen, die genug Mut haben, sich eine zweite Chance zu geben. Liebeshoroskop für Juni. Löwen lieben den Wettbewerb, auch in ihrem Privatleben. Daher werden einige Vertreter dieses Zeichens im Juni gerne beginnen, mit Konkurrenten um das Herz des Auserwählten zu kämpfen, aber diese faszinierende Aktivität kann schnell langweilig werden, und dann wird sich der Löwe schnell zurückziehen und wieder persönlichen Interessen und den eigenen Gefühlen den Vorzug geben. Das ist die richtige Taktik, bei der Sie Ihr Herz an die erste Stelle setzen und nicht blindlings dem Siegesdurst gehorchen. Verzichten Sie auf die ständige Suche nach einem Partner. In diesem Monat können Sie eine Pause einlegen und sich dem Spaß und der Entspannung widmen. Achten Sie in einer langen Beziehung darauf, dass das Feuer in der Verbindung erhalten bleibt, ohne es wird die Verbindung zu Ihrem Partner schnell schwächer. Hüten Sie sich vor den Versuchungen des Fremdgehens, verzichten Sie auf Flirts, wenn Sie verheiratet sind oder verheiratet werden. Finanzhoroskop für Juni. Wenn Sie in den letzten Monaten unangenehme Dinge vor sich hergeschoben haben, können Sie sich jetzt zu erkennen geben. Es gibt keinen Grund, Angst zu haben und zu verzweifeln, denn in der Tat lassen sich solche Probleme mit angemessenen Anstrengungen und Fleiß leicht lösen. Wenn Sie sie erst einmal bewältigt haben, eröffnen sich neue Wege, um die interessantesten Ziele zu erreichen, also lehnen Sie die Gelegenheiten nicht ab, die das Schicksal Ihnen bietet. Prüfen Sie ständig, wie aktuell Ihre Kenntnisse und Fähigkeiten sind, Selbstzufriedenheit kann gefährlich sein. Lernen Sie etwas Nützliches von neuen Mitarbeitern, jeder Praktikant kann über Fähigkeiten verfügen, die Ihnen in Zukunft nützlich sein werden. Seien Sie geduldig und lehnen Sie manche Anschaffungen ab, erlauben Sie sich nicht, unnötig Geld auszugeben. Lions müssen ständig an sich arbeiten, sich verbessern und sicherstellen, dass Ihre Fähigkeiten immer noch nützlich und effektiv sind. Die Welt steht nicht still, und in jedem Beruf gibt es Momente, die Aufmerksamkeit und Ausarbeitung erfordern. Versuchen Sie, die Ängste zu überwinden, die beim Erlernen von etwas Neuem auftreten, und arbeiten Sie hart, besuchen Sie Kurse, konsultieren Sie Ausbilder oder nutzen Sie das Internet mit seinen riesigen Möglichkeiten. Sie sollten nicht nur die Angst aufgeben, sondern auch den Stolz. Wenn neue Mitarbeiter in ein Unternehmen kommen, nehmen die Lions am liebsten die Position von Förderern und Mentoren ein, aber man kann auch von neuen Mitarbeitern etwas Interessantes lernen. Studenten und Praktikanten kennen sich oft besser mit neuen Programmen aus, und sie sind auch mutig genug, die neuesten Hilfsmittel und Arbeitsmethoden anzuwenden. Beobachten Sie sie, stellen Sie Fragen und notieren Sie, was Sie lernen. Tipp: Ein Urlaub kann für diejenigen, die wirklich müde sind, sehr hilfreich sein, aber für Lions ist es im Juni noch zu früh, sich zu erholen. Erholen Sie sich über das Wochenende und gehen Sie dann wieder an die Arbeit und achten Sie auf Selbstdisziplin. Versuchen Sie, Ihre finanziellen Ausgaben genau im Auge zu behalten, geben Sie kein Geld für Dinge aus, die Sie später nicht brauchen. Gesundheitshoroskop für Juni. Löwen müssen bei der Auswahl von Unterhaltungsangeboten vorsichtiger sein, einige Aktivitäten können gefährlich sein. Auch im Haushalt sind Vorsichtsmaßnahmen erforderlich, Sie sollten Werkzeuge, Haushaltsgeräte oder Verkehrsmittel nicht ohne Sicherheitsvorkehrungen benutzen. Es ist auch besser, auf ein angenehmes Temperaturregime zu achten, denn Klimaanlagen können die Luft austrocknen oder zu kalt machen, was sich besonders in der heißen Jahreszeit bemerkbar macht. Achten Sie auf Ihre Haut, Hautausschläge können auf Leberprobleme und hormonelle Störungen hinweisen. Achten Sie auf die sexuelle Sicherheit, verzichten Sie auf ungeschützten Kontakt. Achten Sie auf Ihren Körper. Es ist an der Zeit, Ihr Gewicht wieder auf ein normales Maß zu bringen, überschüssige Fettpolster loszuwerden.
Manchmal kann auch die erfahrenste Kosmetikerin das Problem der Haut nicht lösen. Oft ist das Auftreten von Pickeln nicht auf Defekte der Epidermis oder der Talgdrüsen zurückzuführen, sondern auf interne Prozesse. In diesem Fall werden pflegende Kosmetika nicht die gewünschte Wirkung erzielen und man muss einen Gastroenterologen oder Therapeuten aufsuchen, um den Zustand von Magen und Leber zu überprüfen. Eine solche Untersuchung ist für jeden sinnvoll, der im Sommer unter Hautproblemen leidet. Allgemeine Empfehlung: Vertreter dieses Zeichens verlieren schnell ihre gute Form, worunter ihr Selbstwertgefühl leidet. Noch wichtiger ist jedoch, dass Übergewicht die Gelenke überlastet und die Arbeit von Herz und Lunge negativ beeinflusst. Daher raten Astrologen, das Gewicht unter Kontrolle zu halten und alles zu tun, um es in gesunden Grenzen zu halten. Jungfrau-Horoskop für Juni. Was sagt das Horoskop für Juni für die Jungfrau aus? Wenn Sie eine unmögliche Last auf Ihre Schultern genommen haben, könnten Sie bald die verheerenden Folgen solcher Entscheidungen spüren. Versuchen Sie, sich das nicht anzutun, arbeiten Sie in Maßen, nehmen Sie keine zusätzlichen Projekte in Ihrem Studium an und vermeiden Sie nach Möglichkeit belastende persönliche Verpflichtungen. Der Jungfrau mangelt es an Selbstdisziplin, viele Vertreter dieses Zeichens leiden unter Zeitmangel, aber in Wirklichkeit teilen Sie die Zeit nur falsch ein. Wenn Sie lernen, sich zu organisieren und anfangen, zur gleichen Zeit aufzustehen, früher ins Bett zu gehen, die Pausenzeiten zu verkürzen und lange Kommunikation in sozialen Netzwerken abzulehnen, wird viel mehr Zeit für persönliche Angelegenheiten bleiben. Tipp für diesen Monat: Verweilen Sie nicht in einem Bereich, arbeiten Sie sich durch alle Ihre Interessen. Wenn Sie Ihre Aufmerksamkeit ständig auf nur ein Thema richten, wird daraus schnell eine Besessenheit, und jede Besessenheit ist eine schlechte Grundlage für den Erfolg. Wechseln Sie Ihre Aufmerksamkeit, versuchen Sie, die Dinge breiter zu betrachten und sich in allen Bereichen weiterzuentwickeln, probieren Sie etwas Neues aus und fordern Sie sich selbst heraus, so werden Sie mehr Perspektiven beherrschen und etwas Interessantes finden. Horoskop für Jungfrau-Frauen. Manche Jungfrau-Frauen müssen einfach ein realistisches Selbstwertgefühl entwickeln. Wenn man sich zum Beispiel für praktisch perfekt hält, kann das kaum der Realität entsprechen. Ebenso hat ein zu geringes Selbstwertgefühl immer mit äußeren Traumata und negativen Erfahrungen zu tun und nicht mit dem tatsächlichen Zustand der Dinge. Lernen Sie, sich selbst objektiv zu betrachten, loben Sie sich für Ihre Erfolge, arbeiten Sie daran, Ihre Schwächen zu beseitigen, das wird Ihnen helfen, selbstbewusster und attraktiver zu werden. Seien Sie offen für die Liebe, aber vergessen Sie Ihre Prinzipien nicht. Jungfrauen stehen der Liebe oft skeptisch gegenüber, aber das heißt nicht, dass sie nicht zu tiefen Gefühlen fähig sind. Erlauben Sie sich, sich zu verlieben, aber verlieren Sie nicht den Kopf. Denken Sie daran, dass gesunde Beziehungen auf gegenseitigem Respekt und Vertrauen beruhen. Hören Sie auf Ihre innere Stimme, wenn es um Beziehungen geht. Wenn sich etwas für Sie nicht richtig anfühlt, ignorieren Sie diese Signale nicht. Vertrauen Sie sich selbst und Ihren Gefühlen. Jungfrau-Horoskop für Männer. Diesen Monat sollten Sie lieber in völliger Ruhe verbringen. Versuchen Sie, ständige Reisen ins Ausland zu vermeiden. Beziehungen in der Ferne bringen selten Zufriedenheit und Freude. Vertrauen Sie Ihrer Partnerin, aber lassen Sie sie nicht allein, denn Unterbrechungen und Trennungen können die Grundlage für das Aufkommen von Zweifeln werden. Geben Sie ihr mehr Liebe, sagen Sie nette Worte, machen Sie kleine Geschenke, indem Sie die Wärme in der Beziehung aufrechterhalten, stärken Sie sie. Einige Vertreter dieses Zeichens müssen einfach über die Zukunft nachdenken. Vielleicht sind sie jetzt in einem freien Status ganz bequem, aber in ein paar Jahren kann sich die Situation ändern. Wenn Sie davon überzeugt sind, dass Sie auch ohne eine Beziehung mit dem anderen Geschlecht glücklich und selbstbewusst sein können, dann bewegen Sie sich weiter in die gewählte Richtung, und wenn Sie den Wunsch verspüren, die Situation zu korrigieren, beginnen Sie, neue Leute kennenzulernen, gehen Sie auf Verabredungen, nehmen Sie Einladungen an. So legen Sie jetzt den Grundstein für zukünftige Veränderungen. Liebeshoroskop für Juni. Zunächst einmal sollten Sie Ihre Gefühle unter Kontrolle bringen. Im Juni haben manche Jungfrauen das Gefühl, von den wichtigsten Ereignissen im Leben ausgeschlossen zu sein. Für einen kurzen Moment mag es so aussehen, als ob alle um sie herum Liebe, Romantik und Verabredungen genießen und nur sie ihre Abende allein verbringen. In Wirklichkeit sind sie auch für das andere Geschlecht attraktiv und haben alle Chancen auf Erfolg. Lernen Sie, Ihre Gefühle mit Worten auszudrücken, ohne unnötige Anschuldigungen, giftige Phrasen und Rätsel. Finden Sie die positiven Aspekte Ihres Partners, versuchen Sie, seine guten Taten zu bemerken.
Genießen Sie das Leben in der Ehe, geben Sie Ihrem Partner mehr Wärme und Liebe, ziehen Sie sich in schwierigen Zeiten nicht von ihm zurück. Finanzhoroskop für Juni. Vieles hängt von Ihrem derzeitigen Zustand und Status ab. Führungskräfte werden mit kleineren Managementproblemen konfrontiert, während Untergebene und einfache Angestellte die Chance auf eine Karriereentwicklung oder sogar einen echten Durchbruch erhalten. Kleine Misserfolge sollten Sie nicht in Verlegenheit bringen und entmutigen. Versuchen Sie, sich mutiger zu verhalten und lassen Sie sich nicht von traurigen Gedanken leiten. Es liegen noch viele interessante Ereignisse und Erfolge vor Ihnen. Aktualisieren Sie jedes Mal die Liste Ihrer Fähigkeiten. Versuchen Sie, etwas Interessantes und Ungewöhnliches zu meistern, das Sie von anderen Menschen abhebt. Wenn Sie etwas Geld verlieren, geben Sie Ihr Geschäft oder Ihre Investitionen nicht auf. Arbeiten Sie weiter an Ihren Fehlern. Das Ergebnis wird bestimmt kommen. Handeln Sie vernünftig, scheuen Sie sich nicht zu verhandeln, Kommunikationsfähigkeit macht Menschen reicher und bekannter. Jungfrauen werden für ihren Fleiß und ihre Pünktlichkeit geschätzt, aber wenn ihre Fähigkeiten veraltet sind, werden selbst diese hervorragenden Eigenschaften sie in Krisenzeiten nicht retten. Versuchen Sie, ein unentbehrlicher Mitarbeiter zu werden. Fremdsprachenkenntnisse, die Fähigkeit, die neueste Software zu benutzen, Führungsqualitäten und Vertrautheit mit den effektivsten Werkzeugen, all das kann Sie jederzeit schützen und Sie zu einem Mitarbeiter machen, dessen Dienste die Chefs niemals ablehnen werden. Denken Sie außerdem ständig über zusätzliche Einnahmequellen nach. Versuchen Sie zum Beispiel, sich auf dem Wertpapiermarkt zu etablieren. Misserfolge sind unvermeidlich, und in den ersten Phasen des Geschäftslebens oder der Investitionstätigkeit werden Sie unweigerlich Verluste erleiden, aber mit der richtigen Beharrlichkeit kann sich die Situation völlig ändern. Versuchen Sie, nicht aufzugeben und lassen Sie sich nicht von Verzweiflung und Zweifeln abschrecken. Ratschläge: Legen Sie in diesem Monat den Schwerpunkt auf die Kommunikation. Dabei sollten Sie nicht mit Kollegen sprechen, sondern mit Partnern, potenziellen Kunden und Gönnern. Lenken Sie Ihre Fähigkeiten in eine nützliche Richtung, und Sie werden die unerwartetsten Perspektiven eröffnen, den Kreis der Kommunikation erweitern und neue Verbündete in jedem Bereich finden. Gesundheitshoroskop für Juni. Jungfrauen fühlen sich im Sommer gut, aber in der warmen Jahreszeit ist es ratsam, weiterhin alle Vorsichtsmaßnahmen zu beachten. Besonderes Augenmerk sollte auf den Gebrauch von Klimageräten gelegt werden, Klimaanlagen sollten besser nur während der heißesten Stunden eingeschaltet werden, und morgens und abends sollten Sie die Räume lüften, um sie mit sauberer Luft zu füllen. Vermeiden Sie nach Möglichkeit die Verwendung von Geräten, die die Luft trocknen, da sie ebenfalls Schleimhautentzündungen verursachen können. Vermeiden Sie ständige Sonneneinstrahlung, da sie schädlich für Haut und Augen ist. Schützen Sie Ihre Haut vor UV-Strahlen, wenn Sie sich in der Nähe von Gewässern aufhalten, insbesondere für Urlauber. Ernähren Sie sich auch im Urlaub und auf Partys ausgewogen, vermeiden Sie übermäßiges Essen und Alkoholmissbrauch. Im Sommer möchte man mehr Zeit an der frischen Luft verbringen, und dieser Wunsch ist durchaus berechtigt, aber die Sterne warnen auch davor, dass eine längere Exposition gegenüber direktem Sonnenlicht gesundheitsschädlich ist. Achten Sie auf Ihre Haut und Ihre Augen, tragen Sie Hüte, bedecken Sie Ihre Schultern und verbringen Sie mehr Zeit unter einem Regenschirm. All dies wird Ihren Körper vor schädlicher Strahlung schützen und dazu beitragen, dass Sie jung und schön bleiben. Allgemeine Empfehlung: In diesem Monat werden Sie oft zu Feiertagen und Partys eingeladen, bei denen die Versuchung groß ist, zu viel zu trinken oder etwas mehr Süßes als sonst zu essen. In solchen Momenten lohnt es sich, an die Folgen zu denken, wenn Sie nach solchen Ausfällen von Krämpfen in der rechten Seite geplagt werden oder sich über Gewichtsschwankungen Sorgen machen, sollten Sie besser auf jeglichen Missbrauch verzichten. Waage-Horoskop für Juni. Setzen Sie im Sommer auf Ihre Attraktivität, nutzen Sie sie, um Ihre eigenen Ziele zu erreichen, aber gehen Sie nicht über die Grenzen des Anstands hinaus. Wenn Sie zum Beispiel verhandeln, versuchen, einen freundlichen Ton beizubehalten und gute Umgangsformen an den Tag zu legen, bringt das die Menschen dazu, Zugeständnisse zu machen, auf Gegenseitigkeit zu setzen und mit größerer Bereitschaft und Begeisterung zu kooperieren. Was verspricht das Horoskop für Juni der Waage noch? Sie werden sich im Sommer gut fühlen, also haben Sie keine Angst vor Problemen und Hindernissen, Sie werden genug Energie haben, um alles zu überwinden. Nehmen Sie Ihre gesundheitlichen Probleme ernst. Versuchen Sie nicht, Genesungsmaßnahmen abzulehnen, wenn sie während Ihres Urlaubs möglich sind. Melden Sie sich zum Beispiel für eine Massage an, besuchen Sie ein balneologisches Zentrum mit Mineralwasser.
Nutzen Sie jede Gelegenheit, sich helfen zu lassen und Ihren Körper zu stärken, denn nur so können Sie Ihre körperliche und geistige Kraft wiederherstellen. Ratschläge für den Monat. Dieser Monat sollte der Selbstentfaltung gewidmet sein, aber die Astrologen empfehlen, die Aufmerksamkeit nicht auf die Karriere oder die Kreativität zu richten, sondern auf die innere Welt. Analysieren Sie Ihre Wünsche, versuchen Sie, Ihre Gedanken zu ordnen. Nur ein harmonischer und ausgeglichener Mensch kann zu echtem Erfolg kommen und gute Ergebnisse in jedem gewählten Bereich der Arbeit, der Kunst und der persönlichen Beziehungen erzielen. Waage-Horoskop für Frauen. Frauen, die in diesem Zeichen geboren sind, zeichnen sich sehr oft durch Verträumtheit, Unentschlossenheit und Beeinflussbarkeit aus. Achten Sie genau darauf, was mit Ihren Gefühlen passiert, wenn Sie einen Mann sehen, der Ihnen gefällt, wenn die Emotionen überhand nehmen, dann versuchen Sie, sich zu beherrschen. Es ist äußerst wichtig, einen guten Eindruck auf den Auserwählten zu machen, also seien Sie zurückhaltend, vermeiden Sie Impulsivität oder trotziges Verhalten. Denken Sie daran, dass übermäßige Aktivität in Ihrem Privatleben verdächtig wirken kann. Versuchen Sie daher, sich an allgemeinen Gesprächen zu beteiligen, gehen Sie aus und treffen Sie Freunde, aber versuchen Sie nicht, um jeden Preis eine Beziehung einzugehen. In diesem Monat ist es besser, sich von Partnervermittlungsseiten und anderen Möglichkeiten der Partnersuche fernzuhalten. Geben Sie sich etwas Zeit, um Ihre Wünsche und Prioritäten zu analysieren und Ihre wirklichen Bedürfnisse herauszufinden, so können Sie Probleme, die mit Ihrem Privatleben zusammenhängen, besser lösen. Waage-Horoskop für Männer. Lernen Sie, die Situation nüchtern zu beurteilen. Wenn eine Frau versucht, Ihre Gefühle zu manipulieren, lassen Sie sie sofort wissen, dass Sie nicht auf sie eingehen werden. Solche Gespräche können unangenehm sein, aber sie sind notwendig, um eine vertrauensvolle Beziehung aufrechtzuerhalten. Versuchen Sie, in Konfliktsituationen einen kühlen Kopf zu bewahren, lassen Sie sich nicht von Groll oder Wut überwältigen und zu unüberlegten Handlungen verleiten. Denken Sie daran, dass jede Panne äußerst unangenehme Folgen haben kann. Betrachten Sie Ihr Privatleben als Teil Ihrer Reise, aber nicht als deren Hauptziel oder Wert. Auch wenn Sie jetzt keinen geliebten Menschen haben, zählen Sie sich nicht zu den gescheiterten Persönlichkeiten, das Beste liegt noch vor Ihnen. Nehmen Sie Ihr Leben freier wahr, versuchen Sie nicht, die Ansprüche und Erwartungen anderer zu erfüllen, konzentrieren Sie sich auf Ihre Interessen und Bedürfnisse. Gesundheitshoroskop für Juni. Mäßigung in allem ist die beste Regel, um die Gesundheit zu bewahren und zu erhalten. Versuchen Sie, sich zu entspannen und sich von Sorgen abzulenken, greifen Sie nicht auf die Hilfe von Alkohol zurück, sondern wählen Sie kreativere, nützlichere und angenehmere Methoden der Stressbewältigung. Entdecken Sie neue Empfindungen durch Aromatherapie, Spaziergänge, Yoga und Meditation, diese Praktiken geben Ihnen neue Energie und Zuversicht. Achten Sie auf Ihr Verdauungssystem, essen Sie mehr gesunde und leichte Mahlzeiten ohne Konservierungsstoffe und übermäßige Fette. Achten Sie auf Ihre Gewohnheiten, gehen Sie nicht später als 11 Uhr abends ins Bett, seien Sie körperlich aktiv. Nehmen Sie sich Zeit zum Spazierengehen, Spazierengehen bringt alle lebenswichtigen Systeme wieder in Schwung und fördert einen gesunden Herzrhythmus. Manche Waagemenschen leiden unter den Folgen falscher Ernährungsgewohnheiten. Ein Übermaß an fettigen, süßen oder konservierten Lebensmitteln kann sich negativ auf alle inneren Organe von der Milz bis zur Leber auswirken. Versuchen Sie, Ihre Ernährung richtig zu gestalten, vermeiden Sie es, nachts Süßigkeiten zu essen, und verzichten Sie auch auf gebratene und scharfe Speisen, da sie die Schleimhäute schädigen und den Magen überlasten. Allgemeine Empfehlung: Im Sommer können Sie jede Art von Sport treiben, aber die einfachste und bequemste Art, Ihr Gewicht unter Kontrolle zu halten, ist das Gehen. Planen Sie mindestens eine halbe Stunde pro Tag für das Gehen ein, dann fühlen Sie sich viel wacher, können Blutdruck, Herzschlag und sogar den Blutkreislauf kontrollieren. Nehmen Sie öfter die Treppe, bewegen Sie sich mehr, das ist gut für den ganzen Körper. Liebeshoroskop für Juni. Im Juni sollten Sie sich von übertriebener Romantik verabschieden, es ist an der Zeit, der Wahrheit ins Auge zu sehen und zu erkennen, dass man sich heutzutage lieber in Clubs oder Restaurants als in Bibliotheken kennenlernt. Wenn Sie den Anforderungen der Zeit gerecht werden, können Sie Ihre Erfolgschancen deutlich erhöhen und in naher Zukunft eine interessante Bekanntschaft machen. Überstürzen Sie jedoch nichts, denn zuerst müssen Sie sich selbst verstehen. Versuchen Sie zu verstehen, was Sie sich von einer Beziehung wünschen, Zuwendung, Aufmerksamkeit oder intime Kontakte. Setzen Sie Prioritäten in Ihrem Leben, setzen Sie ehrliche Prioritäten bei Arbeit, Liebe, Familie und Freundschaften.
Bereiten Sie sich auf Veränderungen vor, eine ernsthafte Beziehung kann Ihr Leben verändern. Finanzhoroskop für Juni. Astrologen raten Vertretern dieses Zeichens, auf neue Möglichkeiten zu achten. Wagen, die von Natur aus sehr führend und verantwortungsbewusst sind, sind oft so sehr in die bestehende Arbeit vertieft, dass sie neue Perspektiven einfach nicht wahrnehmen. Diese Engstirnigkeit kann wirklich schädlich für diejenigen sein, die sich besser um sich selbst und ihre Karriere kümmern wollen. Versuchen Sie zu verstehen, welche Arbeitsmethoden Sie anwenden können, welche Arbeitsbereiche es zu entdecken gilt. Lehnen Sie Vorurteile und formelhaftes Denken ab, experimentieren Sie, seien Sie mutig. Zahlen Sie konsequent Ihre Steuern und behalten Sie den Überblick über Ihre finanziellen Verpflichtungen, ein guter Ruf ist in jedem Unternehmen wichtig. Kontrollieren Sie Ihre Ausgaben, geben Sie Geld nur für Dinge aus, die wirklich nützlich sind und Freude machen. Viele Waagemenschen folgen dem Weg ihrer Eltern, wenn die ältere Generation 30 Jahre lang bis zur Rente am selben Ort gearbeitet hat, übernehmen ihre Kinder diese Denkweise. In der Tat ermutigt die moderne Welt die Menschen, sich zu entwickeln, zu wachsen und über die bestehenden Grenzen hinauszugehen. Wenn sie ihren Arbeitsplatz wechseln, sich in einem neuen Beruf versuchen oder ein Unternehmen gründen wollen, sollten sie ihr Glück versuchen, sich informieren, vorbereiten und Kapital beschaffen. Achten Sie auf Ihren Ruf, sowohl Unternehmer als auch Fachleute auf höchster Ebene brauchen ihn. Wenn Sie zu einem unentbehrlichen Mitarbeiter werden, können Sie leichter befördert werden, und wenn Sie Pünktlichkeit und Verantwortungsbewusstsein im Geschäft zeigen, werden Ihnen die Partner bald selbst günstige Angebote machen. Vermeiden Sie Probleme mit dem Steuersystem, versuchen Sie, alle Schulden pünktlich zu begleichen, auch das ist ein wichtiger Bestandteil des Geschäftslebens. Ratschläge. Die Waage gerät oft in Versuchung, ihr hart verdientes Geld falsch auszugeben. Wenn Sie zum Beispiel ständig Accessoires oder unnötige Haushaltsgegenstände kaufen, die Sie nicht gebrauchen können, oder wenn Sie sich impulsiv für Kleidung entscheiden und sie dann nicht tragen, schadet das Ihrem Budget. Analysieren Sie jeden Kauf und versuchen Sie, nur die Dinge auszuwählen, die Ihnen wirklich Vorteile bringen, positive Emotionen wecken oder Sie weiterentwickeln, indem Sie Ihnen neue Perspektiven eröffnen. Skorpion-Horoskop für Juni. Der Beginn des Sommers wird für Vertreter dieses Zeichens von neuen Liebesabenteuern geprägt sein. Begegnungen und Abschiede werden das Leben der Skorpione in einer Vielzahl von Farben färben. Also, was verspricht Horoskop für Juni Skorpion? Scheuen Sie sich nicht, Ihr Herz für neue Gefühle zu öffnen, denn Sie machen die Persönlichkeit reifer, lassen Sie sich entwickeln und lernen sowohl die Welt um Sie herum als auch Ihre eigenen Eigenschaften kennen. Der Juni ist ideal für Experimente an der persönlichen Front, also seien Sie mutiger und erlauben Sie sich, mehr Zeit mit Ihrem Partner zu verbringen. Wenn Sie es vermeiden, negative Gefühle in der Öffentlichkeit zu zeigen, können Sie sie in einer anderen, sichereren Form ausdrücken. Sport kann manchmal Erleichterung bringen, denn bei Muskelanstrengung werden Stresshormone verbrannt und abgebaut. Achten Sie darauf, dass Ihre Nebennieren richtig arbeiten, und sorgen Sie auch für einen gesunden Schlaf. Manche Skorpione haben die Angewohnheit, ihre Nachtruhe zu vernachlässigen, weshalb sie oft an Depressionen und Krankheiten leiden. Ratschläge für den Monat. Nicht nur in persönlichen Beziehungen ist Zurückhaltung angesagt. Im Laufe des Monats kann es bei der Arbeit zu Situationen kommen, in denen Sie sich hilflos oder sogar verärgert fühlen. Reißen Sie sich zusammen und versuchen Sie, sich nicht von Ihren Gefühlen leiten zu lassen. Denn in der Tat entwerten emotionale Zusammenbrüche die Worte und Handlungen einer Person und ermutigen andere, sie weniger ernst zu nehmen. Achten Sie auf Ihren Ruf und verhalten Sie sich anderen Menschen gegenüber respektvoll, auch wenn Sie nicht die besten Eigenschaften zeigen. Horoskop für Skorpionfrauen. Die Skorpionenergie verleiht einer Frau Attraktivität, macht sie geheimnisvoller und verleiht ihrem Image eine tödliche Verführungskraft. Es ist nicht verwunderlich, dass viele Männer versuchen, mit solchen Damen die engste Bekanntschaft zu machen. Geben Sie nicht jedem, den Sie sehen, eine Chance, seien Sie wählerisch bei Ihren Beziehungen, achten Sie auf Ihren Ruf. Vermeiden Sie auch unverbindlichen Sex, denn er kann Sie seelisch verletzen oder sogar Ihrer Gesundheit schaden. Dieser Monat ist der beste Monat, um Ihr Aussehen zu verbessern. Skorpione sollten mehr neue Kleidung kaufen und sich um Haut und Haare kümmern, das wird sich positiv auf ihr Selbstwertgefühl auswirken. Eine gesunde Einstellung zu sich selbst zieht wiederum andere Menschen an, was zur Entwicklung des persönlichen Lebens und zu neuen angenehmen Erfahrungen in jeder Beziehung beiträgt. Horoskop für Skorpionmänner. Da Männer, die in diesem Zeichen geboren sind, sehr oft beliebt sind, sollten sie mehr Geduld haben und nicht mit mehreren Frauen gleichzeitig ausgehen.
Verhalten Sie sich ehrlich, lassen Sie sich nicht von Gier oder Neugier zu unmoralischen Handlungen verleiten. Wenn die Kommunikation mit einem Mädchen wirklich warme Gefühle in Ihnen auslöst, dann laden Sie sie zu einer Verabredung ein oder versuchen Sie, ihr in einem informellen Rahmen näher zu kommen, gehen Sie taktvoll und sanft vor. Natürlich beschränkt sich das Privatleben nicht nur auf die Liebe, es umfasst auch Freundschaft, Familienbande und Kindererziehung. Jeder Richtung sollte die gleiche Aufmerksamkeit gewidmet werden und jeder Tag sollte mit konstruktiven Gesprächen gefüllt werden. In diesem Monat erwarten Skorpione eine Vielzahl von Ereignissen und nicht alle davon werden angenehm sein, aber sie werden in der Lage sein, Ruhe zu bewahren und die richtigen Entscheidungen zu treffen, um den Frieden in den Beziehungen zu denen, die sie wirklich lieben, zu erhalten. Gesundheitshoroskop für Juni. Astrologen raten Vertretern dieses Zeichens, mehr Zeit auf sich und ihre Gesundheit zu verwenden. Skorpione können zu viel Zeit unter direkter Sonneneinstrahlung zu verbringen, die zu verschiedenen Hautkrankheiten führt, sowie Überhitzung des Körpers. Vermeiden Sie solche Momente und versuchen Sie, schützende Kosmetika zu verwenden. Achten Sie darauf, viel Wasser zu trinken, um alle lebenswichtigen Systeme des Körpers am Leben zu erhalten. Erkältungen sind in diesem Monat möglich, die bei heißem Wetter besonders schwer zu ertragen sind, also seien Sie vorsichtig und achten Sie auf die Temperatur von Speisen und Getränken. Wenn Sie sich entschließen, auf Süßigkeiten zu verzichten, das Rauchen aufzugeben oder den Alkoholkonsum zu reduzieren, halten Sie sich an Ihre Entscheidungen. Sport treiben, denn aktive Bewegung trägt zur Normalisierung des Hormonspiegels bei. Im Sommer fühlen sich Erkältungen viel heftiger an und sind schwieriger zu ertragen und zu behandeln. Achten Sie deshalb auf die Temperatur von Speisen und Getränken und vermeiden Sie plötzliche Veränderungen, die nach dem Sport auftreten. Zum Beispiel sollten Sie nicht sofort nach dem Joggen kalt duschen, als Alternative können Sie kontrastierende Wasseranwendungen verwenden, die den Körper nicht zu stark abkühlen. Allgemeine Empfehlung: Dieser Monat ist ideal für alle, die ihren Hormonhaushalt normalisieren wollen. Frauen, die unter unregelmäßigen Zyklen leiden, oder Männer mit niedrigem Testosteronspiegel können beispielsweise einen Spezialisten aufsuchen und die notwendigen Maßnahmen ergreifen. Gleichzeitig sollten Sie daran denken, dass jede Therapie komplex sein sollte, im Falle der Hormone erfordert sie eine Änderung des Lebensstils und eine Gewichtskorrektur. Liebeshoroskop für Juni. Vertreter dieses Zeichens sollten Rauschzustände vermeiden, die oft in der Zeit des Verliebtseins auftreten. Skorpione neigen dazu, ihren Auserwählten in ihrer Vorstellung ständig mit den besten Eigenschaften auszustatten, aber leider entspricht ein solches Bild nicht immer der Realität. Versuchen Sie, jede Person realistisch zu betrachten, idealisieren Sie die, die Sie mögen, nicht, so können Sie sich vor vielen unangenehmen Erfahrungen und Enttäuschungen schützen. Handeln Sie entschlossen, aber setzen Sie einen potenziellen Partner nicht unter Druck, vermeiden Sie es zum Beispiel, aufdringlich oder fordernd zu sein. Achten Sie immer darauf, was Ihr Partner sagt, ignorieren Sie nicht, was er oder sie sagt, auch wenn Sie müde oder beschäftigt sind. Finden Sie Zeit, sich mit Ihrem Partner zu entspannen, gehen Sie mit ihm in die Welt hinaus, haben Sie Spaß. Finanzhoroskop für Juni. In der Regel Vertreter dieses Zeichens kann großen Erfolg in jedem kreativen Beruf zu erreichen und auch erfolgreich im Geschäft. Doch im Juni wird das Glück lächeln nicht nur Künstler und Schriftsteller, wird es Anwälte, Büroangestellte und Vertreter des Finanzsektors zu begleiten. Die Hauptsache ist, rechtzeitig die richtige Entscheidung oder Idee hervorzuheben, die Ihre Chancen auf eine erfolgreiche Karriere erhöhen kann. Versuchen Sie, aufmerksamer zu sein und die Situation täglich neu zu bewerten. Vermeiden Sie Routine, denn sie ist äußerst schädlich und sogar gefährlich für diejenigen, die von einer guten Karriere träumen. Für eine andere Person zu arbeiten, kann eine äußerst negative Erfahrung sein, also arbeiten Sie Pläne für Ihr Unternehmen aus. Es ist besser, die Ausgaben in diesem Monat zu reduzieren, sparen Sie Geld für Reisen und persönliche Projekte. Jegliche Aufgaben können die Arbeit zu einer echten Strafe machen. Die schöpferische Natur des Skorpions verlangt nach Abwechslung, also vermeiden Sie identische Aufgaben, und wenn Sie sie routinemäßig erledigen müssen, finden Sie andere Arbeitsmethoden und verwenden Sie neue Werkzeuge. Achten Sie auf Ihre emotionalen Bedürfnisse und setzen Sie sich nicht zu enge Grenzen, aus denen Sie nur schwer wieder herauskommen. Astrologen raten Ihnen auch, über Ihr eigenes Geschäft nachzudenken. Manche Skorpione sind daran gewöhnt, für andere Leute zu arbeiten, da man so mit minimaler Verantwortung Geld verdienen kann. Wenn Sie jedoch den Mut aufbringen, Ihr Leben selbst in die Hand zu nehmen, eröffnen sich Ihnen größere Möglichkeiten und Perspektiven.
Befreien Sie sich von den Grenzen, die Ihnen von Kunden und Arbeitgebern gesetzt werden, und versuchen Sie, Ihren eigenen Weg zum Wohlstand zu finden. Allgemeine Ratschläge. Gehen Sie sorgsam mit Ihren Finanzen um, vermeiden Sie unnötige Ausgaben und seien Sie umsichtig bei der Auswahl der Grundgüter. Im Juni lohnt es sich, die Ausgaben ein wenig zu reduzieren, damit Sie sich später mit einer Auslandsreise, dem Kauf von Maschinen oder eines Autos oder dem Start eines persönlichen Projekts belohnen können. Solche Entscheidungen können Ihr Leben in Richtung eines echten Erfolges lenken, denn Selbstbeherrschung und Disziplin sind die Grundlage für jeden Erfolg. Schütze-Horoskop für Juni. In diesem Monat, Emotionen führen Sie zu Beziehungen, Unterhaltung und Dating, aber Astrologen raten, auf die Stimme der Vernunft zu hören, im Sommer sollten Sie nicht verbringen Sie Ihre ganze Zeit auf Erholung und Spaß. Also, was verspricht Horoskop für Juni zu Schützen? Während die Menschen um Sie herum Zeit am Strand, in Parks oder auf Wanderungen verbringen, bereiten Sie sich auf zukünftige Erfolge vor, studieren Sie, entwickeln Sie Geschäftspläne, schreiben Sie Drehbücher oder gehen Sie einer anderen kreativen Tätigkeit nach. Wenn Sie eine Basis für die weitere Entwicklung schaffen, werden Sie noch vor Ende des Sommers erste Erfolge erzielen können. Den Juni verbringt man am besten in Harmonie mit sich selbst, aber nicht jeder hat die Möglichkeit, in sich zu gehen, zu meditieren oder zu reisen. Versuchen Sie daher, die Ihnen zur Verfügung stehenden Möglichkeiten und Methoden zu nutzen, um das seelische Gleichgewicht wiederherzustellen. Gute Musik, tägliche Spaziergänge, einfache Übungen können auch Ihre Stimmung verbessern und sich gleichzeitig positiv auf den körperlichen Zustand auswirken. Top-Tipp für den Monat: Schaffen Sie eine angenehme Umgebung zum Lernen und Entspannen. Das gilt auch für Ihr Zuhause. Stellen Sie Ihre Möbel um oder kaufen Sie neues Mobiliar. Verändern Sie die Einrichtung, damit Sie Ihren persönlichen Raum sicher haben. Versuchen Sie, vor dem Schlafengehen keine technischen Geräte zu benutzen und vermeiden Sie es, stundenlang in sozialen Netzwerken zu surfen, denn das ist schlecht für Ihre Gesundheit und raubt Ihnen viel Energie. Horoskop für Frauen Schütze. Jede Vertreterin dieses Zeichens kann man nur beneiden. Neben ihrem schönen Aussehen zeichnen sich diese Frauen durch einen scharfen Verstand, einen guten Sinn für Humor und ausgezeichnete Umgangsformen aus. Das macht sie für Männer sehr attraktiv, aber leider kann man nicht allen Verehrern glauben. Einige Männer könnten sie in unerlaubte oder gefährliche Liaisons verwickeln. Seien Sie also bei Ihren Kontakten kritisch und lassen Sie Manipulatoren nicht frei agieren. Schützen werden in diesem Monat Menschen treffen, mit denen Sie gerne mehr Zeit verbringen möchten. Nehmen Sie diese Gefühle gerne an und versuchen Sie nicht, sie unter dem Einfluss von Angst oder Unsicherheit abzulehnen. Handeln Sie vorsichtig, aber bestimmt. Die Chance, eine Beziehung zu entwickeln, kann Ihr Leben völlig verändern. Seien Sie also bereit, die ersten Schritte zu unternehmen, um der Person, die Sie mögen, näher zu kommen. Reden Sie mehr, laden Sie zu Verabredungen ein, verbringen Sie Zeit in netter Gesellschaft. Horoskop für Schützemänner. Wählen Sie nur die besten Möglichkeiten für Verabredungen, beschränken Sie sich nicht auf den Standard-Kinobesuch, Spaziergänge oder Abendessen in Restaurants. Zeigen Sie Kreativität, arrangieren Sie Überraschungen, bemühen Sie sich, Ihre Partnerin zu überraschen, und dann werden Sie einen bleibenden positiven Eindruck bei ihr hinterlassen. All dies wird die Tür für weitere Treffen und Annäherungen öffnen und Ihnen ermöglichen, Ihre Träume von einer starken Familie und vertrauensvollen Beziehungen zu verwirklichen. Viele Vertreter dieses Zeichens leiden unter Frustration oder geringem Selbstwertgefühl, wenn es ihnen nicht gelingt, eine Beziehung mit dem anderen Geschlecht aufzubauen. Versuchen Sie, Ihre Werte und Ziele zu überdenken. Nicht jeder muss sofort einen Partner finden oder bis zu einem bestimmten Alter heiraten. Lassen Sie es ruhig angehen, entwickeln Sie sich weiter und arbeiten Sie an sich selbst. Der Erfolg in Ihrem Privatleben wird sich einstellen, sobald Sie dazu bereit sind. Gesundheitshoroskop für Juni. Schützen sind sehr verantwortungsbewusst, wenn es um ihre Gesundheit geht, was sie zu echten Langlebigen macht. In der Tat geben sich Vertreter dieses Zeichens viel Mühe, gut auszusehen, aktiv und beweglich zu bleiben. Arbeiten Sie in diesem Sinne weiter an sich, und schon bald werden Sie spüren, dass Sie ein optimistischerer Mensch werden, denn die ständige Bewegung wirkt sich auf den Geisteszustand aus. Es ist an der Zeit, auf die gesättigten Kohlenhydrate zu verzichten, die in Süßigkeiten, Schokolade und Gebäck enthalten sind. Das ist nicht einfach, aber es ist eine sehr gesunde Entscheidung. Arbeiten Sie an Ihrer Ernährung, versuchen Sie, mehr Ballaststoffe und Proteine zu sich zu nehmen, Substanzen, die Zellen aufbauen und reparieren. Achten Sie auf Sport,
aber wählen Sie keine extremen Aktivitäten, regelmäßige und sichere Bewegung wird Ihnen Kraft und Energie geben. Der völlige Verzicht auf Zucker kann sehr schwierig sein, deshalb raten die Astrologen zu einem klügeren Verhalten, schränken Sie den Konsum von Süßigkeiten ein, aber essen Sie weiterhin Getreide und Mehlprodukte in Maßen. Traumatisieren Sie Ihren Körper nicht mit scharfen Verboten, sondern handeln Sie in Ihrem eigenen Interesse, indem Sie bequeme Bedingungen für Ihren Körper schaffen. Allgemeine Empfehlung: In der Sommersaison ist es wichtig, Obst und Gemüse zu verzehren, um die Ernährung reichhaltiger, angenehmer und abwechslungsreicher zu gestalten. Frische Kräuter, natürliche Pflanzenprodukte, all das wird Ihren Körper gesünder machen, Ihre Jugend verlängern und helfen, Giftstoffe loszuwerden, die die Zerstörung der Zellen beschleunigen. Liebeshoroskop für Juni. Die Zielstrebigkeit, die den Vertretern dieses Zeichens eigen ist, wird eine echte Rettung für diejenigen sein, die ihr Privatleben gestalten wollen. Die Schützen müssen nur ihren Gefühlen vertrauen und sie dazu bringen, ihr Leben zu schmücken, aber die Sterne warnen, dass die Romantik nicht von der Arbeit, dem Studium und anderen wichtigen Aufgaben ablenken sollte. Denken Sie daran, dass das Privatleben Ihren Weg nicht vollständig ausfüllen kann, denn finanzielle Stabilität, starke Freundschaften und eine gute Familie sind immer noch notwendig für Ihr Wohlbefinden. Seien Sie nicht zu offensichtlich mit der Person, die Sie mögen, versuchen Sie, sich allmählich anzunähern. Denken Sie jedes Mal an die Folgen Ihrer Entscheidungen und lassen Sie sich nicht durch flüchtige Versuchungen zum Fremdgehen verleiten. Genießen Sie das Familienleben, lösen Sie sich nicht darin auf und versuchen Sie, es mit anderen Bereichen zu verbinden, veranstalten Sie gemeinsam mit Ihrem Ehepartner Partys, besuchen Sie Ihre Eltern, besprechen Sie Pläne. Finanzhoroskop für Juni. Die Sommerschützen werden mit harter Arbeit beginnen. Diejenigen, die beschlossen haben, auf den Erfolg beim anderen Geschlecht zu verzichten, werden ihre Energien auf die Eroberung beruflicher Höhepunkte richten. Es ist schwierig, diese Entscheidung als unvernünftig zu bezeichnen, denn in der Tat ist es die Karriere, die oft das Selbstwertgefühl einer Person bestimmt, ebenso wie die Frage, wie ernst sie von anderen genommen wird. Versuchen Sie, keine Schwächen oder negativen persönlichen Eigenschaften zu zeigen. Bei der Arbeit sollten Sie sich an die Berufsethik halten und sich um Ihren Ruf kümmern. Kümmern Sie sich um Probleme, wenn sie auftauchen, und überstürzen Sie nichts, denn Sie riskieren, Energie zu verschwenden. Zahlen Sie alle Steuern und finanziellen Verpflichtungen pünktlich, damit der geschuldete Betrag Ihnen später keine Probleme bereitet. Lösen Sie Probleme mit der technischen Unterstützung des Unternehmens, ersetzen Sie Geräte oder Maschinen, kaufen Sie Transportmittel und Möbel, wenn nötig. Manche Schützen sind es gewohnt, in die Zukunft zu blicken, und deshalb sehen sie manche Probleme voraus und versuchen, sie im Voraus zu lösen. Die Schwierigkeit besteht darin, dass nicht alle Probleme zwangsläufig in der Realität auftreten, und deshalb verschwendet man oft Energie für Maßnahmen, die nicht von Nutzen sind. Astrologen empfehlen, nur die Aufgaben zu lösen, die wirklich wichtig sind. Jeder Vertreter dieses Zeichens sollte sich Gedanken über seine finanzielle Situation machen. Wenn Sie die Auszahlung von Löhnen an Untergebene verzögern, Steuern und Kredite vergessen, kann sich die Situation erheblich verschlechtern. Wenn Sie Verpflichtungen gegenüber Investoren haben, sollten Sie diese strikt nach dem Zeitplan erfüllen. Versuchen Sie, sich verantwortungsvoll zu verhalten, denn davon hängt Ihr geschäftlicher Ruf ab, der den Weg eines jeden Menschen bestimmt. Ratschläge: Der Juni sollte der Erneuerung gewidmet sein. Wenn in Ihrem Tätigkeitsbereich die Einrichtung und das Erscheinungsbild von großer Bedeutung sind, sorgen Sie dafür, dass das Büro und der Konferenzraum anständig aussehen. In der Industrie ist es besser, die Ausrüstung zu ersetzen und für das Büro neue, gut funktionierende Bürogeräte zu kaufen. Steinbock-Horoskop für Juni. Emotionale, sensible und unberechenbare Steinböcke werden sich in Extreme stürzen, die ihre Lieben und Freunde entfremden können. Also, was verspricht Horoskop für Juni Steinbock? Versuchen Sie, ruhiger zu handeln, zügeln Sie Ihre Impulse und lassen Sie sich nicht von Gefühlen vernebeln. In Ihrer Situation ist es viel wichtiger, alle Verbindungen zu den Menschen um Sie herum aufrechtzuerhalten, als eines Tages der Versuchung nachzugeben und alles zu zerstören, was Sie über Jahre hinweg aufgebaut haben. Wenn Sie dieses Problem lösen, werden Sie ein inneres Gleichgewicht erreichen und einen weiteren Grund finden, stolz auf sich zu sein. Jeder Vertreter dieses Zeichens muss seine Prioritäten richtig setzen. Was wollen Sie mehr? Was brauchen Sie? Wenn Sie sich dafür entscheiden, nach Anerkennung und Ruhm zu streben, sollten Sie darüber nachdenken, ob diese Werte wirklich Glück bringen können.
Versuchen Sie, Ihre Zeit nur mit Dingen zu verbringen, die wirklich von Bedeutung sind, und vermeiden Sie flüchtige Vergnügungen oder Versuchungen, die zu einem Verlust des Selbstwertgefühls führen. Ratschläge für diesen Monat. Ziehen Sie das Glück zu sich, es begünstigt nur diejenigen, die sich wirklich auf große Dinge vorbereiten. Glauben Sie nicht, dass das Glück von allein kommt, zuerst müssen Sie an sich arbeiten. Fangen Sie an, eine Fremdsprache zu lernen, bringen Sie Ihr Äußeres in Ordnung, bilden Sie sich weiter und beherrschen Sie die Grundsätze der finanziellen Bildung, nur so können Sie dem Schicksal zeigen, dass Sie des Erfolgs und der Siege in Ihrem persönlichen Leben und in Ihrer Karriere würdig sind. Steinbock-Horoskop für Frauen. Einige Mädchen, die unter diesem Zeichen geboren sind, haben nicht die angenehmsten Erfahrungen in der Kommunikation mit Männern gemacht. Manchmal ist dies der Grund für die weitere Einsamkeit, mit schmerzhaften Eindrücken erhalten, Steinbock-Mädchen völlig verweigern ein persönliches Leben. Geben Sie sich im Juni eine neue Chance, versuchen Sie, dem Mann, den Sie lieben, zu vertrauen, wenn Sie Ihren Geist und Ihr Herz öffnen, lassen Sie mehr Wärme und kreative Gefühle in Ihr Leben. Seien Sie in einer Beziehung immer ehrlich. Sagen Sie Ihrem Partner, was Sie von ihm erwarten und was Sie ihm niemals verzeihen werden. Seien Sie äußerst korrekt und versuchen Sie, leise zu sprechen, aber bleiben Sie ehrlich und verbergen Sie Ihre Gefühle und Ansichten nicht. Steinbock-Horoskop für Männer. Jedermann sollte darüber nachdenken, wie aufrichtig er in seinem Handeln ist. Geben Sie Komplimente und Geschenke von Herzen oder folgen Sie nur Traditionen und Gewohnheiten? Es ist wichtig, dass alle Gesten und Taten in einer Beziehung ehrlich sind und von Herzen kommen. Wenn Sie feststellen, dass Sie die Lust verloren haben, der Frau, die Sie lieben, eine Freude zu machen, ist es an der Zeit, darüber nachzudenken, wie stark Ihre Beziehung ist. Vielleicht lohnt es sich, etwas zu unternehmen, Ihrem Partner näher zu kommen, die Gefühle durch offene Gespräche und gemeinsame Erholung wieder zu beleben. Denken Sie über den Einfluss der Gefühle auf sein tatsächliches Handeln nach. Manchmal irrt sich ein Mensch und glaubt, dass er in jeder Situation Objektivität bewahrt, während seine Entscheidungen oft von Ressentiments, Ego oder Ängsten diktiert werden. Ein übermäßiger Einfluss von Gefühlen kann sich auch negativ auf die Gesundheit auswirken. Versuchen Sie also, sich nicht von vorübergehenden und fröhlichen Ausbrüchen die Freude, den Frieden und die Gelassenheit rauben zu lassen. Gesundheitshoroskop für Juni. Vertreter dieses Zeichens leiden oft unter Störungen des Verdauungssystems. Daher denken Sie daran, die Bedeutung der richtigen Ernährung und die Einhaltung der Dosierung von Medikamenten. Viele Pillen sollten mit viel Wasser eingenommen werden, und es ist wichtig, die Zeit und die Bedingungen im Auge zu behalten. Einige Medikamente sollten während oder direkt nach einer Mahlzeit in den Körper gelangen. All diese Details tragen dazu bei, die Gesundheit des Magens zu erhalten, von der die Lebensqualität eines Menschen abhängt. Gehen Sie öfter aus, besuchen Sie das Schwimmbad, haben Sie Spaß mit Freunden, ein aktives Leben gibt Positivität. Vermeiden Sie Alkoholmissbrauch, da er sich negativ auf alle Körpersysteme auswirkt. Denken Sie daran, wie wichtig eine ausgewogene Aktivität ist, überlasten Sie Ihren Körper nicht mit Arbeit und Sport. Im Sommer wollen Sie mehr Zeit an der frischen Luft verbringen, also versuchen Sie, sich öfter mit Freunden zu treffen, in den Park zu gehen oder die Stadt zu verlassen. Bei solchen Unternehmungen können Sie sich von der täglichen Hektik ablenken, sich entspannen und Ihren Geist von ängstlichen Gedanken befreien. Sport, Laufen und Wandern wirken sich ebenfalls positiv auf den Muskeltonus, die Atmungsorgane und den Blutkreislauf aus. Allgemeine Empfehlung. Astrologen empfehlen auch, auf Partys, auf denen Alkohol ausgeschenkt wird, vorsichtiger zu sein. Am besten ist es, ganz auf alkoholische Getränke zu verzichten, aber wenn das nicht möglich ist, muss man die getrunkene Menge deutlich kontrollieren. Ein solches Verantwortungsbewusstsein ist sowohl für die Aufrechterhaltung guter Beziehungen zu anderen als auch für ihre Gesundheit notwendig. Liebeshoroskop für Juni. Einige Steinböcke haben beschlossen, dass sie auch ohne das andere Geschlecht glücklich sein können. Manchmal führt diese Logik dazu, dass sich ihre Beziehungen zu Männern und Frauen hoffnungslos zu verschlechtern beginnen. Das ist äußerst schädlich für ihr Selbstwertgefühl und ihre allgemeine Stimmung. Bleiben Sie gelassen, verweigern Sie sich nicht völlig einem Privatleben und denken Sie nicht, dass jede Beziehung ihr seelisches Gleichgewicht erschüttern muss. Seien Sie stattdessen ein freundlicher Mensch und legen Sie keinen Wert darauf, wie andere Menschen über Sie denken. Tragen Sie keinen alten Groll in Ihre aktuelle Beziehung hinein. Denn manchmal wirken sich negative Erfahrungen aus der Vergangenheit auf die Gegenwart aus. Erlauben Sie sich mehr Freiheiten in der Beziehung.
Wenn eine Person sich zurückhalten oder vorgeben muss, jemand anderes zu sein, gefährdet dies sowohl das Vertrauen in die Verbindung als auch ihre persönlichen Interessen. Wählen Sie ruhige und sichere Formen des gemeinsamen Urlaubs mit Ihrem Partner, versuchen Sie, den Urlaub zu einer Zeit der Annäherung und Harmonie zu machen. Finanzhoroskop für Juni. Achten Sie auf den Inhalt Ihrer Arbeit, ob Sie ständig das Gleiche tun müssen. Monotonie ermüdet Sie und raubt Ihnen die Motivation. Versuchen Sie also, eine angenehme Belebung herbeizuführen, nutzen Sie neue Arbeitsmethoden, beherrschen Sie innovative Werkzeuge und Technologien. Wenn es nicht um Ihre Herangehensweise an die Aufgaben geht, sondern um die Einstellung Ihrer Vorgesetzten, ist es an der Zeit, über einen Wechsel Ihres Arbeitsplatzes nachzudenken. Greifen Sie nicht auf Ihre Ersparnisse zurück, sondern versuchen Sie, mit dem Geld auszukommen, das Sie verdient haben. Begegnen Sie negativen Nachrichten mit Gelassenheit und Würde, regen Sie sich nicht auf, sondern wahren Sie Ihr Gesicht und Ihren Ruf. Kreativität ist ein Schlüsselfaktor, wenn es darum geht, Interesse an der Arbeit zu wecken, also gehen Sie alle Aufgaben von einem kreativen Standpunkt aus an. Steinböcke sparen fleißig Geld, aber nicht immer können diese Mittel zum Gewinn oder für gewinnbringende Investitionen verwendet werden. Manchmal, wenn Sie sich in einer schwierigen Situation befinden, beginnen Vertreter dieses Zeichens, das auszugeben, was sie verdient haben. In diesem Fall kann die Versuchung groß sein, alles auszugeben, was sich angesammelt hat, und genau darin liegt die größte Gefahr. Denken Sie daran, dass Sie Geld brauchen, um Ruhe zu bewahren, sich vor Krisen zu schützen und Arztrechnungen zu bezahlen. Versuchen Sie, alle Schwierigkeiten zu bewältigen, ohne in Panik zu geraten, auch wenn die Nachricht wirklich beängstigend ist. Machen Sie sich klar, dass emotionale Zusammenbrüche und Wutausbrüche Ihren Ruf nicht verbessern, sondern ihm eher schaden. Wenn Sie ein Vorbild und eine Autoritätsperson bleiben wollen, sollten Sie Ihre Gefühle im Zaum halten und sich auch in Extremsituationen ruhig verhalten. Allgemeine Ratschläge. Normalerweise fühlen sich Steinböcke bei der Arbeit schlecht, da sie sich strikt an Algorithmen halten müssen. Versuchen Sie daher, wenn möglich, sich kreativ zu entfalten, neue Wege zur Problemlösung zu wählen und interessante Ideen direkt im Arbeitsprozess zu testen. Wenn Ihr Beruf eine solche Freiheit nicht zulässt, entwickeln Sie Ihre Ideen in persönlichen Projekten, studieren Sie, machen Sie Pläne und setzen Sie sie um. Wassermann-Horoskop für Juni. Im Juni raten die Sterne den Vertretern dieses Zeichens, an sich selbst zu arbeiten und zu versuchen, die Defizite des Charakters und der beruflichen Entwicklung zu korrigieren. Wassermänner fühlen sich großartig, sie haben genug Kraft, um mit den schwersten und schwierigen Aufgaben zu bewältigen. Also, was verspricht Horoskop für Juni Aquarius? Versuchen Sie, Ihre Energie in die richtige Richtung zu lenken, kümmern Sie sich um gute Beziehungen zu anderen, analysieren Sie Ihre Beziehungen am Arbeitsplatz und in der Familie. Widmen Sie sich in diesem Monat der Wiederherstellung von Kommunikation und Freundschaften. Der Beginn des Sommers eignet sich für die Wiederaufnahme körperlicher Aktivitäten. Versuchen Sie, öfter auszugehen, und stehen Sie während der Arbeit jede Stunde auf, um Ihre Muskeln zu kneten und einfache Übungen zu machen. Auch wenn Sie in einem Büro arbeiten, in dem auch andere Menschen arbeiten, versuchen Sie, nicht stundenlang an einem Ort zu verharren, gehen Sie auf den Flur oder auf die Toilette, stehen Sie von Ihrem Schreibtisch auf und lassen Sie Ihre Muskeln überschüssige Spannungen loswerden. Ratschläge für den Monat. Der Juni sollte der Selbstverbesserung gewidmet sein. Das gilt nicht nur für Ihr Privatleben, sondern auch für Ihre Kreativität, Ihre Karriere und sogar Ihr Geschäft. Versuchen Sie zu verstehen, was Ihnen als Spezialist fehlt, erkennen Sie diese Schwächen und beheben Sie sie. Wenn möglich, konsultieren Sie diejenigen, die mehr Erfahrung haben, denn gute Ratschläge können von großem Nutzen sein, wenn Sie es verstehen, auf Sie zu hören. Horoskop für Wassermann-Frauen. Frauen, die im Zeichen des Wassermanns geboren sind, stehen ständig im Rampenlicht, und daran wird sich auch im Juni nichts ändern. Diese Frauen haben Schwierigkeiten, mit dem Neid anderer umzugehen, so dass sie oft in Schwierigkeiten geraten, wenn andere Mädchen anfangen, Gerüchte zu verbreiten oder ihr Privatleben zu behindern. Astrologen raten Wassermännern, mehr Festigkeit zu pflegen und Schüchternheit und Unentschlossenheit aufzugeben, zu lernen, Rivalen zu widerstehen, und sie werden sich zurückziehen. In ihrem Privatleben sind Wassermänner daran gewöhnt, sich recht passiv zu verhalten, da sie keine Probleme haben, vom anderen Geschlecht Aufmerksamkeit zu bekommen. Wenn sie jedoch das Gefühl haben, dass die Person, die sie mögen, es nicht eilig hat, einen Schritt auf sie zuzugehen, versuchen sie, ihre Schüchternheit zu überwinden und zeigen sie zuerst Interesse.
Am Anfang wird es unangenehm sein, aber später werden Sie spüren, dass die Person, die die Initiative ergreift, tatsächlich freier in ihren Entscheidungen ist. Es gibt ihr mehr Kraft und Selbstvertrauen. Horoskop für Wassermann-Männer. Jedermann braucht Zeit, um zu verstehen, wie wertvoll für ihn die Beziehung zu der Frau ist, die er liebt. Zeigen Sie Ihrer Geliebten mehr Aufmerksamkeit, ziehen Sie sich in schwierigen Zeiten nicht von ihr zurück. Wenn Sie versuchen, mit allen Schwierigkeiten allein fertig zu werden, macht das die Beziehung kalt und ungemütlich. Versuchen Sie nicht, stark und unverwundbar zu erscheinen, denn Ihre Partnerin schätzt nicht nur Mut, sie sucht auch nach Aufrichtigkeit und echten Gefühlen in Ihnen. Widmen Sie den Monat der Selbstfindung, versuchen Sie, an sich selbst, Ihren persönlichen Prioritäten und Zielen zu arbeiten. Wenn Sie sich entscheiden, Ihrer Karriere mehr Zeit zu widmen, konzentrieren Sie sich darauf, aber geben Sie Liebe und Romantik nicht völlig auf. Gehen Sie auf Verabredungen, der Sommer bietet dafür gute Gelegenheiten. Füllen Sie Ihre Abende und Wochenenden mit angenehmen Begegnungen, verbringen Sie Ihre Zeit nicht nur mit eintöniger Arbeit und der Verfolgung von Karrierezielen. Gesundheitshoroskop für Juni. Die größte Gefahr für die Gesundheit ist die sitzende Lebensweise, die Körper und Geist schwächt, Muskeln und Gelenke steif macht und schmerzhafte Empfindungen verursacht. Der Sommer ist eine großartige Zeit, um zu normaler körperlicher Aktivität zurückzukehren. Verpassen Sie also nicht die Gelegenheit, Ihren Körper in gute Form zu bringen. Beginnen Sie, sich öfter zu bewegen, machen Sie Steigungen oder einfache Übungen während des Tages. Schränken Sie Ihren Zuckerkonsum ein, da er sich negativ auf Ihre Leber, Ihre Haut und alle wichtigen Systeme auswirkt. Lernen Sie, Ihre Zeit richtig einzuteilen, verbringen Sie sie nicht ausschließlich mit Arbeit oder Ruhe, halten Sie ein Gleichgewicht. Eine Diät sollte professionell ausgearbeitet werden, wenn Sie also abnehmen wollen, sollten Sie einen Endokrinologen konsultieren. Der Verzicht auf Süßigkeiten ist eine schwierige Entscheidung, die nicht jeder Mensch treffen kann. Zum Glück muss man sich nicht für immer von Zucker verabschieden, es reicht, wenn man die Norm des Konsums reduziert. Versuchen Sie, weniger Schokolade, Gebäck und Süßwaren zu essen, denn sie reizen die Schleimhäute und belasten die Leber, ein lebenswichtiges Organ unseres Körpers, unnötig. Allgemeine Empfehlung. Manchmal schenken Wassermänner der Arbeit zu viel Aufmerksamkeit und lehnen Wochenenden und Pausen ab. Zu anderen Zeiten widmen sie ihre ganze Zeit der Erholung und ziehen sich völlig vom Geschäft zurück. Beide Herangehensweisen sind falsch und sogar schädlich, versuchen Sie also, Ihren Arbeitsplan in Harmonie zu bringen und vermeiden Sie Extreme, Ruhe und Arbeit sollten in gleichem Maße vorhanden sein. Liebeshoroskop für Juni. In Beziehungen mit dem anderen Geschlecht haben Wassermänner oft Probleme. Es ist nicht so, dass andere sie missverstehen oder den offensichtlichen Vorzügen der Wassermänner keine Aufmerksamkeit schenken wollen, es ist genau das Gegenteil der Fall. Unter dem übermäßigen Interesse des anderen Geschlechts leidend, sehen sich Vertreter dieses Zeichens oft mit der Notwendigkeit konfrontiert, Fans abzulehnen, was zu einer schwierigen Prüfung für diejenigen wird, die sich durch einen weichen und nachgiebigen Charakter auszeichnen. Sie müssen öfter über die Zukunft nachdenken, wenn sie jetzt mit einem freien Leben vollkommen zufrieden sind, heißt das nicht, dass das immer so sein wird. In der Kommunikation mit ihrem Partner mehr Aufmerksamkeit zeigen, auf seine Worte und Bitten hören. Lernen Sie, mit kleineren Konflikten mit Ihrem Partner richtig umzugehen, solche Momente können die Ehe nicht zerstören, also machen Sie sich nicht zu viele Sorgen. Finanzhoroskop für Juni. Wenn Sie über die übliche Arbeit hinausgehen, eröffnet sich dem Wassermann eine neue Welt voller Möglichkeiten, aber die Sterne warnen, dass Sie alles verlieren können, was Sie zuvor verdient und angesammelt haben, wenn Sie sich ohne Vorbereitung in diesen Strudel stürzen. Versuchen Sie deshalb, Ihre Fähigkeiten und Fertigkeiten zu analysieren, indem Sie schrittweise die Laufbahn wechseln und neue Möglichkeiten konsequent, ohne Eile und Aufregung, in Betracht ziehen. Pflegen Sie gute Beziehungen zu allen Arbeitgebern und Kunden und versuchen Sie, einen guten Eindruck zu hinterlassen. Kontrollieren Sie ständig Ihre Ausgaben und versuchen Sie, beim Einkaufen nicht die Objektivität zu verlieren, unnötige Anschaffungen können Ihr Budget ruinieren. Nehmen Sie sich Zeit für Ihre eigene Entwicklung, wenn Sie sich entschließen, an Ihrem Projekt zu arbeiten, weichen Sie nicht von dem ausgearbeiteten Plan ab. Wassermänner wissen, wie sie ihre Emotionen zügeln können, aber manchmal handeln sie impulsiv. Meistens geschieht dies, wenn sie verhandeln, und die zweite Partei zeigt nicht die besten Eigenschaften und verletzt die Interessen des Wassermanns. Verhalten Sie sich in solchen Situationen freundlich, behalten Sie eine positive Einstellung,
aber lassen Sie gleichzeitig nicht zu, dass andere Menschen Ihr Vertrauen und Ihre Nachgiebigkeit ausnutzen, schützen Sie Ihre Grenzen, arbeiten Sie nicht zu Ihrem Nachteil. Jeder Vertreter dieses Zeichens muss darüber nachdenken, wie er sein Geld ausgibt. Wenn Sie es gewohnt sind, nach einer harten Arbeitswoche als Trostpreis Einkäufe zu erledigen, kann das ein ernsthaftes Problem sein. Alle hart verdienten Mittel werden verschwendet und bringen nur kurzfristige Freude. Versuchen Sie, vernünftiger zu sein, sparen Sie Ihr Geld, haben Sie ein separates Konto oder eine Karte, wo Sie Ihre Ersparnisse aufbewahren werden. Ratschlag: Wenn Sie sich ein Ziel setzen, das Sie weiterbringen, die Richtung Ihrer Karriere ändern und die finanzielle Situation korrigieren kann, versuchen Sie, an Ihrem Interesse festzuhalten. Das kann das Erlernen eines neuen Berufs sein oder die Arbeit an einem kreativen Projekt. In jedem Fall sollten Sie diszipliniert vorgehen, um die besten Ergebnisse zu erzielen, keine großen Arbeitspausen einlegen und ständig neue Entwicklungsmöglichkeiten in Betracht ziehen. Fische-Horoskop für Juni. Viele Fische suchen nach Erneuerung und neuen Gefühlen. Dieser Wunsch ergibt sich aus den Gefühlen, die mit dem Herannahen des reifen oder sogar fortgeschrittenen Alters verbunden sind. Also, was sagt das Horoskop für Juni für Fische voraus? Im Bewusstsein, dass das Leben nicht endlos ist, versuchen einige Vertreter dieses Zeichens, so viele helle Eindrücke wie möglich jetzt zu bekommen, so dass später nicht die verpassten Chancen bereuen. All dies kann dazu führen, dass Vertreter dieses Zeichens wird versucht sein, etwas gefährlich oder schädlich zu versuchen. Jeder Mensch braucht etwas Zeit, um seine Bedürfnisse zu erkennen. Leider haben viele Fische nicht gelernt, ihre Wünsche zu verstehen, und das führt zu Problemen im Privatleben und im Beruf. Wenn Sie merken, dass Ihnen etwas Wichtiges fehlt, versuchen Sie, über Ihre wahren Bedürfnisse nachzudenken, fangen Sie an zu überlegen, was Sie wollen und was Sie wirklich brauchen. Ratschläge für den Monat. Dieser Monat sollte der Gesundheit gewidmet sein. Wenn Sie den Arztbesuch bisher vor sich hergeschoben haben, können Sie jetzt diesem Thema Ihre Aufmerksamkeit widmen. Unterziehen Sie sich in der Klinik einer umfassenden Untersuchung, besuchen Sie einen Endokrinologen, er wird Ihnen sagen, was genau getan werden muss, um den Hormonhaushalt zu normalisieren, Probleme mit der Immunität und Übergewicht zu lösen. Solche Behandlungen sind notwendig, um die Jugend zu verlängern, Kraft und Energie zu bewahren. Fische-Horoskop für Frauen. Frauen tun sich schwer, neue Bekanntschaften zu machen, sie sind besorgt um ihren Ruf, können einem Mann nicht vertrauen. Einige Fische, die eine negative Erfahrung gemacht haben, verschließen ihr Herz für viele Jahre und verpassen die Gelegenheit, eine wirklich starke Beziehung aufzubauen. All dies führt oft zu großen Enttäuschungen und macht das Leben sehr schwierig und sogar einsam. Denken Sie daran, dass das Privatleben ein Bereich ist, in dem besondere Vorsicht geboten ist. Hier können Sie nicht nur Ihre Gefühle und Ihren Körper, sondern auch Ihren Ruf schädigen. Wenn Sie das Gefühl haben, dass Sie all den Versuchungen nicht gewachsen sind, sollten Sie eine Pause einlegen, z.B. eine lange Geschäftsreise oder einen Urlaub machen. Ein Tapetenwechsel ist nützlich für einen müden Geist, er ermöglicht es einem Menschen, seine Gedanken zu ordnen und zu erkennen, was ihm wirklich wichtig ist. Horoskop für Fische-Männer. Manche Männer glauben ernsthaft, dass fast alle Frauen in Beziehungen Eigeninteressen verfolgen. Dies wird zu einem großen Problem für diejenigen, die immer noch erwarten, in ihrem persönlichen Leben erfolgreich zu sein oder auf der Suche nach Wärme sind. Versuchen Sie zu verstehen, dass nicht jede Frau vorhat, ihr Geld zu benutzen. Viele Frauen sind durchaus in der Lage, für sich selbst zu sorgen. Sie suchen auch nach Respekt und Liebe in einer Beziehung, nicht nach einer Einkommensquelle. Optimismus, Ihr wichtigster Freund und Verbündeter, der Sie nicht in den Abgrund negativer Gefühle und Gedanken versinken lässt. Versuchen Sie, mehr an gute Dinge zu denken, füllen Sie Ihren Geist mit Kreativität und neuem Wissen. Menschen, die positive Energie verbreiten und ihren Geist immer aktiv halten, ziehen andere an, sie werden zu interessanten Partnern, bauen stärkere und erfüllendere Beziehungen auf. Gesundheitshoroskop für Juni. Astrologen empfehlen Vertretern dieses Zeichens, zumindest für eine Weile die Umgebung zu wechseln. Der Wechsel der Aufmerksamkeit ist notwendig für eine vollständige Erholung und Wiederherstellung des Denkprozesses. Wenn Sie merken, dass Sie bestimmten Ideen zu viel Aufmerksamkeit schenken und diese Arbeit sich zu einer wahren Manie auswächst, dann machen Sie unverzüglich eine Pause und versuchen Sie, sich abzulenken. So retten Sie Ihre geistige und körperliche Gesundheit und schützen sich vor Zusammenbrüchen. Werden Sie ständig negative Emotionen los, finden Sie ein Ventil für Sie durch Kreativität, Sport oder Kampfsport.
Erlernen Sie neue Techniken spiritueller oder körperlicher Praktiken, sie ermöglichen es Ihnen oft, die Entwicklung chronischer Krankheiten zu stoppen und Schmerzen zu lindern. Die Hilfe von qualifizierten Fachleuten in Anspruch nehmen, denn nur sie können Ihnen wirklich helfen, schwere Krankheiten zu bekämpfen. Negatives Denken macht das Leben eines Menschen schwer und unangenehm. Wenn man alles in einem negativen Licht sieht, kann man die Freude verlieren, sich ängstlich und frustriert fühlen. Solche Gefühle sind die Ursache von zwanghaftem Überessen, Bluthochdruck und Angstzuständen. Indem Sie sich von Negativität befreien, schützen Sie Ihren Geist und Ihren Körper und machen sich selbst stärker. Allgemeine Empfehlung: Wenn Sie ärztliche Hilfe benötigen, lassen Sie alle anderen Angelegenheiten beiseite und kümmern Sie sich um Ihre Gesundheit. Wenn Sie zum Beispiel in den Urlaub fliegen wollten, sich aber plötzlich unwohl fühlen, sagen Sie die Reise ab und ändern Sie Ihre Pläne. Eine rechtzeitige Behandlung wird sich auf jeden Fall auszahlen und es Ihnen ermöglichen, ein erfülltes Leben zu führen, in dem auch Platz für Ruhe, Kreativität und Liebe sein wird. Liebeshoroskop für Juni. Fische können die stärkste Krise erleben, sie verlieren nicht nur die Hoffnung, der Liebe zu begegnen, sondern verspüren nicht einmal den Wunsch, nach einem Partner zu suchen. Viele glauben nicht mehr an die Aufrichtigkeit der Menschen um sie herum und glauben ernsthaft, dass es die Liebe einfach nicht gibt. Dieser Standpunkt ist verständlich, vor allem, wenn man in der Vergangenheit Verrat oder eine Trennung hinnehmen musste. Das Leben ist jedoch unberechenbar, es kann Ihnen eine unerwartete Begegnung mit einem wunderbaren Menschen bescheren, also machen Sie der Romantik kein Ende, sie ist durchaus in der Lage, Ihre Tage jederzeit zu verschönern. Vermeiden Sie Rivalität und Neid, versuchen Sie, mehr positive Gefühle zu zeigen, sie sind es, die Menschen anziehen. Seien Sie immer aufmerksam für die Bedürfnisse Ihres Partners, vertrauen Sie ihm, hören Sie auf seine Worte und nehmen Sie sie ernst. Akzeptieren Sie alle Gedanken und Wünsche Ihres Partners, auch wenn sie sie überraschen oder völlig unerwartet erscheinen. Finanzhoroskop für Juni. Fische, die monatelang neue Fachgebiete studiert und gemeistert haben, können jetzt anfangen, die Früchte ihrer Bemühungen zu ernten. Während Ihre Kollegen in ihren bisherigen Positionen bleiben, erhalten diese Menschen Beförderungen, günstige Angebote. Sie können beispielsweise in eine andere Region versetzt und in eine Führungsposition befördert oder mit der Leitung einer neuen Abteilung betraut werden. Diese Gelegenheiten sollte man sich nicht entgehen lassen und sie zu seinen Gunsten nutzen. In diesem Monat lohnt es sich, auf die Kommunikation zu achten. Versuchen Sie, mit Kollegen zu kommunizieren und dabei den Rahmen der Berufsethik zu respektieren. Verteidigen Sie Ihre Interessen, ohne sie in Frage zu stellen, auch wenn andere versuchen, Ihnen Egoismus zu unterstellen. Achten Sie auf Ihr Äußeres, denn davon hängt die Einstellung der Vorgesetzten zu Ihnen persönlich ab. Vertreter dieses Zeichens sind sehr freundlich, sie fühlen sich in großen Unternehmen wohl, aber sie werden oft als diejenigen wahrgenommen, die eine positive Atmosphäre schaffen und andere amüsieren. Zeigen Sie in diesem Monat, dass Sie ein ernsthafterer Mensch mit tiefen und vielseitigen Interessen sind. Das wird Ihnen helfen, die Meinung anderer zu ändern und in einem Unternehmen große Erfolge zu erzielen, indem Sie sich als verantwortungsvoller und zuverlässiger Mitarbeiter etablieren. Den Fischen wird auch empfohlen, darauf zu achten, was Geschäftspartner oder Vorgesetzte von Ihnen erwarten. Manchmal verfolgen diese Menschen ihre eigenen Interessen und handeln zum Nachteil der Wünsche oder Bedürfnisse der Fische. In solchen Fällen sollten Sie von Ihrem gewohnten Vorgehen abrücken und hart bleiben. Lassen Sie andere wissen, dass Sie nicht bereit sind, eine abweisende Haltung zu dulden, äußern Sie klar Ihre Gedanken und markieren Sie persönliche Grenzen. Ratschlag: Versuchen Sie, repräsentativ auszusehen, achten Sie darauf, dass Ihre Kleidung immer ordentlich ist. Bringen Sie auch Ihre tägliche Garderobe auf den neuesten Stand, wählen Sie gute Accessoires, Stil und Würde verleihen Ihrem Image mehr Bedeutung, ermutigen Sie andere, Ihren Worten zuzuhören und zeigen Sie Respekt. Das äußere Erscheinungsbild eines Menschen hat keinen Einfluss auf seine beruflichen Qualitäten, aber es kann oft den Anstoß für eine Karriere oder eine geschäftliche Entwicklung geben.